Eine Rotz- und Wasserproduktion. Ich habe heute irgendwie keine Lust auf das ganze Intro. Witzig, jetzt ist das Mikrofon an. Eben hast du es, als das Mikrofon noch aus ist, da warst du, Mann, jetzt mach doch mal, ich habe keinen Bock auf das ganze Mikro. Da ja, warst du natürlich. Da, jetzt bin ich nett. Es ist echt so eine verlogene Scheiße hier immer, sobald das Mikrofon aus ist. Hallo, na? Und sobald es aus ist, ich habe keinen Bock mehr. Guten Abend, Thomas. Guten Abend, Olli. Schön, wieder hier bei dir zu sein. Ich freue mich. Ja. Und da geht's weiter mit den Lügen. Immer genau, der große Lügen-Podcast, also. Ja, Mensch, genieß dein Trinken. Ich habe ja auch noch die Dose Fanta hier. Mensch, es ist keine Werbung. Also, warm draußen. Ja. Und ich muss dir sagen, auf dem Weg hierher ist mir aufgefallen, es ist Summer in the City, definitiv. Also gerade hier so in dieser Gegend, hier Friedrichshain und so. Hinter mir war ein Cabrio, die haben laut Apache gehört. Mhm. Nehmen uns einen Kaffee, die haben dann mitgegrölt, dann haben die mit dem Cabrio gegrölt, alle haben sich lieb und ein Flair ist hier, ich muss sagen, ich bin zum Kotzen. Das heißt also eigentlich jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, die Leute, so langsam Corona erstmal kein Thema mehr ist, ja. Alles zur Normalität wieder zurückfindet und die Leute sich freuen, wieder ihr Leben leben, auch Lebensfreude zeigen, das kotzt sich an. Ja, ja, ganz schön. Ich kann auch gerne erklären, warum. Also ich habe im Moment relativ viel um die Ohren. Job macht mir ein bisschen zu schaffen und habe auch ein paar Sachen, wo ich momentan nicht hinterherkomme. Und ich bin ja, weil ich glaube, ich ein paar Mal gesagt habe, grundsätzlich ein sehr egoistischer Mensch. Ja, das heißt, das ist schon nicht aufgefallen, ja. Okay, gut. Darum sage ich es jetzt nochmal. Das heißt, wenn ich keine Freude im Leben habe, hat gefälligst auch kein anderer Freude im Leben zu haben. Und ich bin froh, dass ich kein so ein Bösewicht, so ein Superschurke bin, wie bei Superman oder so. Weil hätte ich böse Kräfte, würde ich die jetzt komplett einsetzen, sodass wirklich die Welt verdunkelt, es irgendwie messerscharfe, Hagelkörner vom Himmel fallen und dann grölt keiner mehr zu Apache, glaube ich. Ja, diese Missgunst bei dir ist sehr ausgeprägt, auch wenn ich mich manchmal frage, wo das eigentlich herkommt. Ich weiß ja, wo es herkommt, aber man kann es ja hier. Aus tiefstem Herzen kommt es. Und deswegen bin ich bin ganz ehrlich, ich bin froh. Das ist wirklich, wir sagen immer, wenn das Mikrofon an ist, sind wir in so einer Rolle. Jetzt kommt Wahrheit, ja. Jetzt kommt wirklich eine Wahrheit. Ich bin echt froh, dass du kein Mensch in der Machtposition bist, weil du würdest sie auch ausnutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Superschurke wäre, mit Superkräften. Wollen wir gar nicht so hochstapeln. Ach so, übrigens, du bist hochgestapelt, ja? Olli hat es ja schon gesagt, falls ihr im Hintergrund Geräusche hört. Ich hab's noch nicht gesagt, da waren die Mikros auch noch aus. Nein, du hast gesagt, dass es warm ist, es ist Summer in the City. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, wie zum Beispiel gerade die Straßenbahn oder so, und jetzt einige von euch sich dadurch gestört fühlen, tut uns leid, aber es ist so warm, wir müssen das Fenster aufhaben. Und jetzt ist es raus, wir wohnen in einer Stadt. Ja, verrückt. Und wir haben kein eigenes Studio. Wir können es nicht mehr hinterm Berg halten. Ja. Das ist halt wirklich kein richtiges Studio hier, es ist ein Wohnzimmer. Ja, genau. Wir geben es ja zu, wir machen das Privatamateur von zu Hause aus. Es tut uns leid. Wenn ich mir denke, so ein Tonstudio wäre aber nicht viel besser, wenn ich an die muffigen Räume des OKBs damals denke. Es war nicht viel geiler eigentlich. Ja, ich nicht, eigentlich ist es hier viel schöner. Eigentlich ist es hier viel schöner, viel angenehmer. Hier braucht man keine Hose tragen. Thomas, finde ich gut, dass wir heute keine Hose anhaben. Und man muss nicht Angst haben, dass die Sendeleitung draußen steht und böse reinguckt. Genau, und böse reinguckt und wir dann komplett aus Benjamin anfängt zu schwitzen und wir anfangen zu stottern. Ja, das waren Zeiten, ja. Aber gesagt, du wolltest das sagen, genau. Nicht so hochstapeln. Sagen wir mal zum Beispiel, ihr hattet ja zum Beispiel das Thema Polizei. Ja. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn du zum Beispiel, du wärst jetzt so eine Politesse, also du wärst jetzt jemand vom Ordnungsamt, der Strafzettel schreibt und so. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und wirklich sagt, du schreibst gerade den Strafzettel und dann kommt einer anderen so, ach Mensch, ich war doch nur eine Minute oben bei meiner Mutter, hab die Einkäufe zurückgebracht, es tut mir so leid und so. Du wärst dann nicht so einer so, ja okay, Schwamm drüber, sondern so, tja, ist ja nicht mein Problem, sie müssen es ja selber wissen, hier, alles ausgeschildert, also ich mache auch nur meinen Job. Und wenn derjenige dir dann doof kommen würde, ja, du würdest den richtig auflaufen lassen und dem noch mehr Strafen aufbauen. Na gut, wenn er mir doof kommt, dann hat er verloren. Und diese Ausrede, die du gerade gebracht hast, ist ja wohl, also ich glaube, das hören so eine Politessen tausendfach hintereinander. Ich war ja nur mal eine Minute. Wenn ich dem aber sage, dass ich schon 4 Minuten hier stehe und gucke und
ein Bierchen getrunken habe und der trotzdem nicht da war. Warst du, trinkst Alkohol während der Ausübung deines Jobs? Nein, das war im noch, Dienst? Nein, ich habe meinen Dienst jetzt erst begonnen, sage ich dann. Ich, ich habe vor 5 Minuten, ich trinke vor, vor Dienstantritt. Ja, aber ich glaube, du wärst so ein richtiges Ordnungsamt-Arschloch. Es gibt so eine Tage, es würde so eine Tage und so eine Tage geben. Und ich glaube, ein guter, also ich muss sagen, das Thema Polizei hatten wir ja schon. Ich habe ja wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin auch froh, dass ich kein Polizist bin. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz schöner Unmensch oder würde nicht lange leben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es. Aber lass uns doch mal. Ich glaube nicht, dass du in diese Action-Einsätze mitgenommen wirst. Ich glaube, du wärst auch so einer, der die ganze Zeit so Akten, also aufgrund. Ja, so und Akten sortiert und ein bisschen Solitärabend spielt. So. Unterschätze, ich bin ein ganz schöner Action-Typ, Thomas. Vergiss nicht, Action-Olli, ne? Ja, Action-Olli, diese Figur. gab's jetzt nicht, aber... Muss ich fragen, gab's ja nicht wirklich? Ich kenne nur Action-Man. Nein. Action-Man, the greatest hero of the world. Kennst du nicht, wie Action-Olli entstanden ist? Das weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ach, das ist jetzt für die Hörer zu langweilig. Dann lass es sein. Auf jeden Fall Action-Olli. Lass uns zu einem schöneren Thema kommen, weil wir hatten ja beide heute einen Termin gehabt, mehr oder weniger. Nennen wir es Termin. Termin klingt ein bisschen trocken. Mhm. Wir waren heute eingeladen zu einer klassischen Feierlichkeit, ne? Genau, weil heute in Berlin muss überall Kommunionsfeier gewesen sein. Genau, du warst bei einer, ich war bei einer. Jetzt hätte ich so gern so einen kleinen Erfahrungsaustausch. Ich habe ja, du hast ja, bevor, als ich reingekommen bin, schon das Thema ein bisschen angefangen. Ich habe es ja im Keim erstickt, weil ich mir das wirklich für diese Aufnahme hier aufheben wollte. Das ist aber nicht das, reinzukommen. Aber das ist nicht das eigentliche Thema heute. Das ist nicht das einzige Thema, aber um reinzukommen. Ich brauche unheimlich viel heute. Ich hätte sonst noch so viel anderes zu erzählen, weil wir schon so lange keine Rotz- und Wasser-Folge mehr gemacht haben. Das stimmt. Aber wie war denn, also du warst bei einer Konfirmationsfeier und ich war bei einer Konfirmation. Ich war nicht bei der Feier, also ich war bei der Feier, aber nicht bei der Konfirmation selber. Ich auch nicht, ist witzig. Schon wieder was gemeinsam. Weil, das war so gewesen, in die Kirche durften nur 9 Personen. Insgesamt? Insgesamt und auch noch mit Maske. Oh, krasse Sache. Und deswegen haben sie da gesagt, es ist dann wirklich nur für den engsten Familienkreis. Bei der Feier waren es ungefähr, also es waren 40 Leute angekündigt und ein Drittel davon waren Kinder. Doch noch so streng alles. Okay, krass. Was das angeht, ja. Weil ich hab mir Videos angeguckt von der Feier, von der Veranstaltung, die ich verpasst habe. Da war voll, ja, mussten aber auch, glaube ich, Maske tragen. Und da war eine Bühnenshow, da wurde getanzt, da wurde geklatscht, da wurde musiziert, da wurde getrommelt, Lichtshow. Also das ist nicht mehr so, wie ich das von damals, also aus den 90ern in Erinnerung habe. Da ist schon echt was passiert. War schon eine Show, bin doch ein bisschen traurig, dass ich verpasst habe, beziehungsweise da nicht eingeladen werden konnte, weil auch da die Zuschauerzahl begrenzt war, sodass wirklich nur engste Familienmitglieder rein konnten. Und ich kenne das Mädel zwar seit ihrer Geburt, aber das macht mich trotzdem noch nicht zu ihrem Papa. Wie, da war eine Bühne, da war eine Bühnenshow und mit so Tanz und so. So läuft das heute. Wo warst du denn gewesen? Na, im Fez, hatte ich doch vorhin sogar gesagt. Ja, aber gut, ich glaube, die meisten Leute, die nicht aus Berlin kommen, wissen nicht, was das Fez ist. Das Fez ist das Familienerholungszentrum oder so heißt es? Freizeit- und Erholungszentrum. Und es ist so eine, ja, mehr so auf die Kinder abgestimmtes, also Kinder und Jugendliche abgestimmtes Veranstaltungsort, Veranstaltungsort mit Bühne, allem drum und dran, da fährt eine Parkbahn rum und keine Ahnung was und da ist halt auch diese Riesenhalle mit der Bühne und da findet halt so eine Veranstaltung statt, wie heute halt diese Kommunionsveranstaltung und da war diese Veranstaltung. Na, mich erinnert Fez immer an, das ist halt so ein Ossi-Ding noch, ne, weil das halt noch schon, gab schon in der ehemaligen DDR. Ja. Und befindet sich halt in der Wuhlheide, also in dem Volkspark Wuhlheide. Berlin-Köpenick so. Das ist das Stichwort. Weißt du, wo ich letzte Woche, nee, diese Woche, genau, diese Woche Dienstag, weißt du, wo ich da war? Lass mich raten, im Fez? Fast daneben. Daneben? Ja, ich war, in der Wuhlheide, ja, in der Parkbühne. Ja, in der Parkbühne, weil da haben die Ärzte gespielt. Mensch. Ich war zum ersten Mal seit 9 Jahren mal wieder auf einem Ärztekonzert. Übrigens finde ich hier in Berlin faszinierend. Angenommen, du gehst auf 2 Konzerten, du gehst in die Kindelbühne, so heißt die auch, die Wuhlheide. Oder du gehst in die Waldbühne am Olympiastadion. Wenn du dich zurückerinnerst an beide Konzerte und die Örtlichkeiten, die Location als Bild im Kopf hast, du weißt nicht mehr, was ist, weil beides exakt gleich aussieht. Ich glaube, die Wuhlheide ist, glaube ich, ein bisschen größer. Nein, andersrum. Die Waldbühne ist größer, hat Platz für 22.000 Leute und die Wuhlheide hat Platz für 17.000 Leute und die haben schon Unterschiede, nach meiner Meinung so ein bisschen Akustik und ja, es aber ist. Aber die sehen exakt, also es ist so halt, wie sagt man denn so. So ein, wie, ja, ich weiß, was du meinst. So eine Freilichtbühne natürlich gemacht und halt immer so in so Stufenmäßig gemacht und da finde ich aber die Wuhlheide, also ich habe bessere Konzerte in der Wuhlheide erlebt als in der Waldbühne, muss ich sagen. Okay.
Ja, weil ich war ja schon auf sehr vielen Konzerten in meinem Leben. Bei dir weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Naja, durch den Job halt war ich auf vielen Konzerten im Sicherheitsdienst. Ja, da musst du ja arbeiten. Da hast du nichts von, ne? Na doch, also man steht ja viel rum, ja, und kriegt halt viel mit. Wenn man den Einlass gemacht hat und alles, dann kann man sich auch so das Konzert angucken. Man muss nur dumm rumstehen und wichtig aussehen. Auf jeden Fall war interessant, das war jetzt mein, war das mein erstes oder mein zweites Konzert dieses Jahr? Ich war doch schon auf dem Konzert dieses Jahr. Warte mal, wo war ich denn? Das war jetzt mein zweites. Was war das erste? Beatsex, ja. Im Waschhaus letzten Monat. Okay. War mein erstes Konzert seit über 2 Jahren. Mein letztes war im Februar 2020, Turbostart. Und entweder, also irgendwas hat sich definitiv geändert, weil erstens... An der Stimmung jetzt, oder? Beide Konzerte waren relativ ruhig. Also so irgendwie, wo wir uns so angeguckt haben, irgendwie ist irgendwie ganz schön leise. So wie als Gruppe. Meinst du jetzt akustisch oder meinst du jetzt von der Stimmung her? Na, pass auf. Beatsex war... Da war die Liedauswahl sehr gut, weil die halt so Lieder gespielt haben aus der Zeit, wo ich sie entdeckt habe. So von diesen Alben, so 99, 2000, 2002, die Alben, die zu dem Zeitpunkt rauskamen. Deswegen war das schön nostalgisch für mich. Aber es war halt irgendwie nicht so laut. Sie haben es irgendwie wenig laut abgemischt. Jetzt weiß ich nicht, wie immer die Situation ist, denn in der Wuhlheide, wo die Ärzte gespielt haben, da war auch... Ich glaube, weil das ringsherum ja auch Naturschutzgebiet ist. Wenn da irgendein seltener Vogel nistet, dann dürfen die wahrscheinlich nicht so laut spielen, weil sonst Strafe. Das kann natürlich sein. So, und das Geile war, die Leute waren jetzt nicht schlecht drauf, das Publikum. Ja. Wir waren auch gut drauf, aber erstmal war es halt relativ leise. Dann haben sie nur ganz, die erste Hälfte, die ersten 2 Drittel haben sie sehr viel neue Lieder gespielt. Und ich habe jetzt die letzten beiden Alben 2020 und letztes Jahr kam ja ein Album von denen raus. Die haben ja innerhalb eines Jahres 2 neue Alben gemacht. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf ein Ärztekonzert gegangen bin und dachte, ich kenne das Lied nicht, weil ich habe die letzten beiden Alben mir so gut wie gar nicht angehört. Mhm. Na gut, dann sollte dich das aber auch nicht überrascht haben. Richtig. Böse Zungen würden sagen, sie haben viel von der neuen Scheiße gespielt, um es mal so zu sagen, weißt du? Und die Leute waren halt auch sehr verhalten, die haben sich gefreut und dann war halt so verhaltener Applaus und so und das hat die Band halt auch gemerkt. Du hast ja irgendwann so gemerkt, wie die sich so angeguckt haben und dann kamen mal so Sprüche wie, naja, Applaus wäre jetzt schön, ne? Ah, wirklich? Ist es wirklich so gewesen, dass die Stimmung, dass es so ruhig im Publikum war, dass jetzt nach einem Lied nicht mal oder alles sehr verhalten. Diese normale, sehr krass. Alles sehr verhalten. Und dann kamen auch so Sprüche von Bela irgendwann so wie, ma, ihr seid ja alle Langweiler. Naja, finde ich richtig, also richtig und ordentlich auf der Kakaon hier. Ich glaube, da spielte mehrere Faktoren eine Rolle. Erstmal diese lange Durststrecke nach Corona. Aber nach gerade der Pandemie. Dann würde ich doch ausrasten, wenn ich mal wieder in einem Konzert aber bin. Aber ich hatte auch so ein bisschen Gefühl, Leute wussten nicht, wie sie verhalten sollen. Dann der Altersdurchschnitt. Ja also, du hast gemerkt... Jetzt sind die Ärzte wirklich altes Eisen. Ja, so von den Fans. Ich fand irgendwie, es heißt ja immer, dass sie bei den Ärzten immer so ein junges Publikum immer automatisch nachwächst. So, weißt du? Ist jetzt nicht mehr so, ne? Also ich habe nicht so viele junge Leute gesehen, sondern auch so Leute eher so in unserem Alter. Also ich würde eigentlich fast behaupten, so, weiß ich nicht, 38 war das Durchschnittsalter. Würdest du das jetzt schon nicht mehr als jung bezeichnen? Naja, erfahren, würde ich mal sagen. Also das klingt schon besser. Wir sind nicht mehr jung, Olli. Wir sind nicht mehr jung. Ein Konzert, wo ich sehr traurig bin, dass ich da nicht bei war, was mit Sicherheit nicht leise war, war Rammstein im Olympiastadion. Ach, war ja auch an dem Wochenende. Bestimmt großartige Show gewesen. Ich mag ja das neue Album, viele ja nicht. Und da hätte ich, glaube ich, unfassbar viel Spaß gehabt. Aber gut, ich glaube, genug von Konzerten, oder hast du noch was? Na, ich wollte nur noch sagen, dass halt... im letzten Drittel haben sie es dann rumgerissen, weil dann kamen schon so Hits und Klassiker. Und da war es auch dunkel. Es spielt auch immer eine Rolle, wenn es noch Tag ist, weil dann kommen. Stimmung kommt immer, wenn es dunkel ist und die Lichter kommen. Die Lichtshow kommt dann auch zugute. Und sie haben dann zum Beispiel auch Mach die Augen zugespielt und dann kam halt ein Lichter mehr. Früher waren es Feuerzeuge, jetzt sind es Handytaschenlampen und so, ja. Und also im letzten Drittel haben sie es nochmal rumgerissen und dann sind auch die Leute mehr deutlich abgegangen. Das haben sie, glaube ich, auch gemerkt von der Bandseite her. Mhm. Dann waren sie so ein bisschen versöhnlicher mit ihrem Publikum, hast du gemerkt. Ja. Also Ende gut, alles gut, kann man sagen. Ja, gut, also es war, wir hatten Spaß, aber es war irgendwie komisch. Was machen wir heute, du mal? Ich glaube, ich habe es fast wieder vergessen. Ja, pass auf Folgendes. Es sind schon wieder beschissene Zeiten bei uns. Ja.
Warum wird es immer wieder so ein bisschen so die Stimmung wieder? Mann, wir waren gerade so gut im Fluss und alles schön und jetzt geht alles wieder kaputt. Die letzte Rotz- und Wasser-Folge wurde im April veröffentlicht. Und eigentlich machen wir mindestens pro Monat immer eine Folge. So. Und dann habe ich schon so, dann hatten wir zwischendurch den 30.000 Stunden Podcast für die Zentrale. Und da hatte ich dann zu Benjamin gesagt, pass auf, ich bearbeite das alles mit dem Schnitt und so. Ich füge die Gastbeiträge ein und so und habe das dann immer so im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht und habe dann gebeten, kannst du dann vielleicht mit Olli die nächste Rotz- und Wasserfolge machen, weil ich bearbeite in der Zeit die Zentrale. Jetzt sind wir wieder im Rumjammerlum. Jammerlappenmodus. Auch das müssen wir jetzt mit Bayern. Ich meine, wir waren ja einen Monat nicht auf Sendung mit Rotz und Wasser. Ne? Aber wir haben es ja aufholen. Wir haben es inzwischen etabliert, dass wir halt immer so wechselnd hier eine Sendung moderieren, was auch so ein bisschen die Abwechslung ist. Mal eine Folge mit Benjamin und Olli, mal eine Folge mit mir und Olli und so weiter und so fort. Und irgendwie ist privat gerade bei Benjamin wieder so ein bisschen die Hütte am Brennen, sagen wir mal so. Und jetzt ist Benjamin, das ist unfassbar, seit ich den Mann kenne, jetzt zum Zeit dieser Aufnahme, morgen verreist der Typ. Unfassbar, ne? Nie ist er, also auch seit ich ihn kenne, er hat Berlin so gut wie nie verlassen. So gut wie nie. Also wenn dann, außer wo wir in Hamburg zusammen waren. Ja, oder war irgendwie vor 2-3 Jahren mal irgendjemand in Baden-Württemberg besuchen. Angeblich einen ehemaligen Klassenkameraden, mit dem er hier Fachabi oder so nachholt. Hier für seinen Quatsch da, den er arbeitet, hat er studiert und so. Ne? Jetzt geht's aber richtig on vacation. Ja, weil wirklich unfassbar, es geht wohl nach Italien. Und er fliegt! Er fliegt! Ja, da hat ihn seine Freundin dazu gebracht, damit natürlich, macht ja Sinn. Ein Hoch auf die Frauen, ermöglichen uns Männern alles. Und der ist ja auch nicht untätig geblieben, er hat ja auch einen, während jetzt Rotz und Wasser halt mal ausgefallen ist, weil bei mir hat es beruflich nicht gepasst, uns sich zu treffen, hat er ja den neuen Podcast auf den Markt geworfen, und zwar der Pädagoge und die Altenpflegerin, hört da doch unbedingt mal rein, wir machen ja selten Werbung hier für unsere Sachen irgendwie. Eigentlich machen wir immer nur Werbung für uns. Ja? Wir reden nur über unsere Sachen. Es kommt mir gerade total fremd vor, ein Projekt von uns hier so an, hört doch da mal rein zu sagen. Ja gut, wir sagen jede Folge immer, ja, wir haben ja auch den anderen Podcast, die Zentrale, hört doch da mal rein. Viel wichtiger, es geht in unseren Shop, kauft da Sachen. Stimmt, das haben wir noch nicht im Podcast erwähnt, das kannst du gerne. Ja, wir haben einen Shop, Spreadshop, Link findet ihr jetzt hier in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr das anhört, oben unten an der Seite in der Blende hier durch, keine Ahnung, kennen wir ja nicht aus. Okay, ich versuche es ein bisschen netter zu sagen. Nach 1000 Jahren hat's Olli geschafft, endlich war ja seine Aufgabe, Motive bei Spreadshirt. Frage, dieses My Spreadshirt, ist es dann, wenn's über uns läuft, weil wir da Sachen hochladen, oder heißt es My Spreadshirt, der Dings? Es gibt ja auch nur Spreadshirt.de. Ich hasse dich dafür, dass du mich zwingst, das zu sagen, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, deswegen frage ich dich, weil du warst dafür verantwortlich. Ja, darum ist mir das ja so peinlich, dass du mich jetzt dazu bringst, sagen zu müssen, ich weiß es nicht. Ja gut, aber wenn wir danach gehen, dann musst du ja jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, irgendwas peinlich sein. Geht auf Spreadshirt, da gibt's jetzt unsere Motive, und ich muss euch schon mal warnen, das neue Logo ist wirklich schon in der Mache. Das heißt, das Logo, was ihr da, das klassische Logo, in dem noch einem Stil eines gewissen Browserherstellers, was wir demnächst abstoßen werden, noch könnt ihr dieses Logo bekommen. Das wird irgendwann ohne Vorankündigung, witzig, Riesenshow, live auf Twitch, wird es einfach verschwinden, und das neue Logo wird dann dort sein. Dann werdet ihr nie wieder was bekommen mit dem alten Logo. Das heißt, wenn wir in 50 Jahren vielleicht 100.000 Fans haben, denn da seid ihr die 500, die denn, oder die 100, die dann noch das alte Logo auf ihrer Brust tragen dürfen. Also, das ist aber alles posthum, weil ich bin mir ziemlich sicher, bei meinem Lebensstil, ich werde in 50 Jahren nicht mehr leben. Ich glaube auch. Also ich wollte jetzt nicht schon wieder so einen negativen Punkt hier in diese Sendung bringen, aber damit auch genug Werbung jetzt, oder? Genug Werbung, und ich merke, Olli, du möchtest halt natürlich gerne langsam zum Thema kommen, aber ich find's auch schön, mal so ein bisschen nur so mit dir zu labern, weil es ist ja so viel passiert. Also, wie gesagt, Olli hat's gerade gesagt, Benjamin hat jetzt seine erste Folge von seinem neuen Solo-Podcast, den er zusammen mit seiner Schwester macht, veröffentlicht, eine Rotz-und-Wasser-Produktion. Wie sind wir jetzt darauf gekommen mit Werbung? Na, weil ich gesagt habe, dass ich es komisch finde, eine Folge von, also ein Projekt von uns hier anzukündigen. Ach so, ja, und jetzt wieder zurück. Eigentlich hatte ich ja Benjamin gebeten, irgendwie kannst du vielleicht eine Folge mit Olli aufnehmen. Hat bis jetzt nicht geklappt. So, und Benjamin ist jetzt im Urlaub. Ja, es sei ihm gegönnt. Und wenn Benjamin wiederkommt, dann bin ich schon wieder im Urlaub. Weil ich sei dir auch gegönnt. Weil ich bin ja dann wieder in den USA. Warst du nicht schon mal in den USA? Ja, das ist mein zweites Mal dieses Jahr.
Ja, nur es gibt hier einen, der nicht in den Urlaub geht. Ich könnte hier ein Solo-Projekt anfangen, aber ja, lassen wir das. Olli hat keinen Urlaub. Ich habe keinen Urlaub, ich habe kein Leben mehr. Ja. Aber egal, genug Werbung, genug gejammert, würde ich sagen. Was besprechen wir denn heute, lieber Thomas? Mal jetzt so recht. Einen Punkt hätte ich noch. Ach, Thomas. Weil wir haben Geschenke bekommen von einer Hörerin. Ach Mensch, das finde ich aber Geschenk. Schön. Okay, das klingt wirklich nur eine Hörerin. Eine Hörerin, hat uns geschenkt. Mein Geschenk habe ich dir vorhin gezeigt, denn die hat mir nämlich aus unserem Spreadshirt-Shop hat sie mir ein Rotz- und Wasser-T-Shirt geschenkt. Sehr weil, schön. Weil, auch ein Unding, das sind unsere Motive, wenn ich sage, geil, ich hätte gerne ein Shirt. Wir müssen es auch bezahlen. Ja, dann sagen die Jungs hier zu mir, ja, dann kannst du ja bestellen. Dann sag ich so, aber wir haben noch eine GbR, warum nehmen wir es nicht aus der GbR-Kasse? Und Benjamin, das geht nicht. Muss bezahlt werden. Na, ich sag, hier, Vogel gezahlt. Also lassen wir uns das schenken, alles gut. Was haben wir noch bekommen? Also pass auf, das ist nicht für dich, aber kannst dich erinnern, bei unserem 28.000-Stunden-Podcast haben wir doch in der einen Folge ein komplettes Kapitel auf Englisch vorgelesen. Ja. Und das fand die Hörerin so lustig, dass hier für Benjamin ein die drei Fragezeichen Sammelband, drei Romane in einem, alles auf Englisch. Und hier ist auch noch die Folge mit Benjamins Lieblingscover drauf. Stimmt. Was er sich tätowieren lassen würde. Wie heißt die Folge nochmal? Auf dem Deutsch heißt sie der Meister des Todes. Mein Meister des Todes. Wie heißt sie auf Englisch? The Mystery of the Master Death. Ganz einfach, Master of Death. Okay, großartig. Ja, manchmal ist es so einfach. Tonight he's dead. Heute Nacht werde ich Vater. Da wird sich Thomas sehr freuen. Ja, Thomas, Benjamin meine ich. Ich habe mich schon gefreut. Ich verwechsel euch immer noch irgendwie. Das ist in 20 Jahren. Das ist traurig. Okay. Ja, sehr schön. Olli, auch du kriegst ein Geschenk von dieser Hörerin. Oh, Wahnsinn. Und zwar hier. Bitteschön. Oh, wisst ihr noch das 90er-Jahre-Quiz? Ich bin wirklich begeistert. Ich folge dieser Seite auf Facebook tatsächlich auch mit dem komischen Glatzkopf, der da mal irgendwelche Sachen macht. War das nicht dieses You Don't Know Jack früher auch mit so einem Glatzkopf, der die Fragen gestellt hat? Aber das war halt was komplett anderes. Und wisst ihr noch, ist ja auf Facebook jetzt kein Quiz, sondern sind Seite, wo der Typ dann immer irgendwelche Sachen nachspielt, an denen man sich erinnern sollte, wenn man ein 90er-Jahre-Kind ist. Sehr gut, also da juckt es mir in den Fingern da tatsächlich heute, aber das wird sonst heute zu lang. Oh, und da ist sogar noch ein Aral-Gutschein. Und da ist noch mal ein Aral 5-Euro Tankgutschein, finde ich großartig, ja. Da kann ich mal tanken, weil selbst als Junior-Chef einer Tankstelle, sage ich mal, müsste ich bezahlen, wenn ich da tanke. Somit 5 Euro gehen in meinen Tank, großartig. Na gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn ich von der scheiß GbR hier kein Rotz- und Wasser-Shirt kriege, dann kannst du auch schön das Tanken bezahlen. Muss ich, aber 5 Euro zumindest jetzt erstmal nicht davon. Und vielen, vielen lieben Dank. Das Tolle ist sogar, weil es haben sich ja schon Leute beschwert, warum wir bei Rotz und Wasser keinen Quiz mehr machen. Ja. Und wenn du ja immer der Quizmaster bist, was ja für dich immer die beste Art und Weise ist, natürlich, weil sonst würden wir merken, wie dumm du eigentlich bist. Ja, richtig. Ja. Hast du jetzt wieder neues Futter? Neues Futter, und das passt auch ganz gut, weil ich schreibe ja gerade an unserer Mega-Quiz-Show, die ja auch mehrere Stunden live auf Twitch gehen soll. Das heißt, da kommt, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Ich glaube nicht. Aber nächstes Jahr wird auch sehr eng, weil da wollen wir live gehen. Ich weiß nicht, was wir alles vorhaben. Ja, gut, aber jetzt seid ihr erstmal im Urlaub. Auch mal einen 17-Stunden-Podcast für Rotz und Wasser zu machen. Ja. Und ganz ehrlich, wir haben ja nicht viel zu erzählen. Ich glaube, wir sind auch langsam an einem Punkt, wo wir schon alles in diesem Podcast erzählt haben. Weil wir fühlen ja halt, wie ich immer sage, kein Jet-Set-Leben. Ja, also ich kann euch erzählen, wie viele Tage ich hier in diesem Loch manchmal nur rumliege in meiner eigenen Sabba. Aber das ist nicht so spannend. Deswegen wäre vielleicht ein Quiz-Podcast gar nicht so schlecht. Ja, das kriegen wir auch mehrere Stunden auf jeden Fall gut in die Länge gezogen. Und ist bestimmt sehr unterhaltsam. Ja. So, Thomas, können wir endlich zu unserem heutigen Thema kommen? Wir sind schon bei fast 25 Minuten. Nee, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, erlebt habe. Mhm. Ich habe Maverick gesehen, den neuen Top Gun. Wahnsinn. Okay. Packt das nicht aus, das ist für die Live-Show, das packt dir das aus und wollte das lesen hier. Nee, ich wollt, und nachher weißt du die Antworten und nee, dann aber vielleicht verliert. Kannst du mir mal eine Frage stellen, eine. Okay. Und dann fangen wir an. Okay, ja? Das ist ein guter Einstieg. Also. Ich gehe jetzt in die Benjamin-Rolle, komm, eine Frage, Olli, das wollen die Hörer hören. Ja. Und wir müssen noch Produkttestung machen, um zu schauen, ob es auch ein gutes Quiz ist, ob das wirklich fachmännische Fragen sind. Gut. Es fühlt sich eklig an, wie Benjamin zu denken. Bleh. Ich mach das ohne die Folie aufzumachen von dem Kart, weil ich nehme einfach die auf dem Stapel oben liegt, ja. Ja. Ich kenne die Regel nicht. Ich habe hier steht. Stell doch einfach irgendeine Frage. Ja, hier ist keine Frage drauf. Hier steht, dieses Spiel war 1995 Spiel des Jahres. Jetzt musst du wahrscheinlich sagen, welches. Soll ich dir Multiple Choice oder machst du so? Ich sag so, Siedler von Katan. Ach, ich hasse dich, dann muss ich dir noch zweite. Ich will, bis du was falsch machst. Ist es nicht krass, dass ich das weiß? Komm, sag doch mal eklig, was Nettes. Ja. Nee, ganz ehrlich, du kannst nicht toppen, was
bei WhatsApp letztens passiert ist mit, wie heißt der, Nils Klausnitzer. Nils Klausnitzer. Wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber reden, googelt Nils Klausnitzer, Nils mit IE geschrieben. Bei welchem Gesellschaftsspiel konnten süße Girls mit heißen Boys telefonieren? Oh, ey, du weißt welches, den Werbespot kennen wir noch alle, glaube ich, aber wie heißt dieses Spiel? Also Tutti Frutti ist es nicht, aber es auch, zählt ja noch als 90er, ne? Ja. Süße Girls mit heißen Boys. Kennst du noch den Werbespot, wo das Telefon klingelt? Oh, guck mal, wer dran ist. Und dann musste man so eine Tür öffnen. Und dann, der ist es oder so. Nee, gab es nicht sowas von MB? Ja, ja. So ein Ding, so ja, dass, ja, ja. Das. Mit einem richtigen Telefon dabei. Aber warte mal, geht es jetzt um Brettspiel quasi, was es ja war? Ja, ja, es geht nicht um Fernsehsender. Also ich hab nein. Schon. Frag nochmal bitte. Bei welchem Gesellschaftsspiel konnten süße Girls mit heißen Boys telefonieren? Ich glaube, das heißt einfach nur so, wer ist es oder so. Nee. Soll ich dir die Multiple Choice? Ja. Ich finde die Auswahl hier schon wieder großartig, weil es ist ja sehr, sehr schwer. Ja. Heißt das Spiel Ring Ring? Heißt das Spiel Falsch Verbunden? Falsch Verbunden von MB? Oder heißt das Spiel Traumtelefon? Traumtelefon. Verrückt. Wunderbar. So, jetzt. Gut, ist ein lustiges Spiel. Wirklich ein lustiges Spiel. Die Karte muss ich auf jeden Fall vernichten, weil die darf natürlich in der Show dann nicht mehr vorkommen. Aber gib doch jetzt mal zu, wie gut das gerade mit Siedler von Katan war. Ohne Vorgabe. Thomas, hab ich dich nicht. Jetzt sei mal ehrlich, ich habe, glaube ich, als es mit Nils Klausnitzer war, habe ich, glaube ich, nicht mit Lob gespart, oder? Ja, du musst es erklären, nicht jeder hat den Livestream gesehen. Ja, gut, dann muss ich es kurz erklären. Also, ich gucke öfter mal so alte Retro-TV-Sendungen eben auf YouTube. Unter anderem habe ich mir jetzt einfach mal angeguckt, Verkehrsgericht, ein paar Folgen. Da sind, glaube ich, alle Folgen auf YouTube zu finden. Ist so ungefähr der Vorläufer von Barbara, also alles schon aus den 70er Jahren. Kommt wieder! Ich weiß, auf RTL. Auf RTL Plus kommt die wieder. Und die soll schon 70 sein oder so. Ach, die macht das wieder live wie damals? Ja, ist wohl die Rückkehr von Barbara Salisch. Das ist jetzt alle. Okay. Da höre ich eine Stimme und denke, das gibt's ja nicht. Sehe im Abspann dann den Namen von dem Schauspieler, google den dann oder gucke dann auf Wikipedia, denke so, klar, der ist das. Dachte ich so, na, Thomas ist der beste Auskenner in Sachen Synchronsprecher, ich kenne keinen Auskenner, also er ist der beste von den Auskennern, die ich kenne, und ich kenne auch keinen anderen Auskenner. Und dachte ich so, Mensch, wenn ich ihm jetzt einfach mal ein Bild von dem schicke, weil man hat den noch nie gesehen, keiner kennt, weiß, wie der aussieht. Mal gucken, ob er weiß, wer das ist. Ich schicke ihm ein Bild über WhatsApp und innerhalb von einer Minute kommt eine Antwort, ja, ich weiß nicht genau, aber vielleicht vielleicht Nils Klausnitzer. Ich sitze da und denke, das gibt's da nicht. Also wirklich unfassbar. Der war mal auch Mitte der 90er zu Gast bei Jürgen Fliege in dem seiner Talkshow. Kennst du den noch? Das war bei Hans Meiser, wo alle El Bandi-Sprecher, also alle schrecklich nette Familiensprecher. Habe ich damals auch live im Fernsehen gesehen, also als es ausgestrahlt wurde. Ich leider nicht, auch nur auf YouTube und Jürgen Fliege, ja, was war denn das Thema? Hallo, ich bin Alf. Nee, ich bin weil der Nils Klausnitzer, der war ja nicht nur Schauspieler und Synchronsprecher, sondern der war auch ein ausgebildeter Arzt. Oh, okay. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für welche Branche jetzt, in welcher Branche arbeiten Sie als Arzt? Nein, aber also welches Fachgebiet genau? Und deswegen war der da zu Gast, weil es ging gar nicht um Schauspielerei in dem Sinne, sondern es ging einfach nur darum, was er in seinen ärztlichen Tätigkeiten macht. Kann man übrigens auch inzwischen bei YouTube gucken. Okay, vielleicht. Einfach mal Jürgen Fliege, Nils Klausnitzer eingeben, dann sieht man das da auch. Und es gab damals eine, war das nicht Gottschalks Hausparty oder war das irgendwie, Thomas Gottschalk hatte ja auch, dass wir immer über Thomas Gottschalk reden, wir reden immer über dieselbe Scheiße hier. Jetzt sind wir schon wieder bei Gottschalk. Der hatte doch auch so eine Late Night bei RTL. Na sowas? Nee. Nee, hieß es nicht einfach nur Gottschalks Late Night? Ja, kann sein. Und ich glaube, da war Nils Klausnitzer der Offsprecher. Der hat dann immer die Gäste angesagt. Ach so. Und verdammt, da muss ich das mit mir nochmal anhören. Und auch das findest du bei YouTube, weil Roger Moore war zu Gast. Ja. Und die deutsche Stimme von Roger Moore war Nils Klausnitzer. Und dann haben sie Nils Klausnitzer dazugeholt, weil er sowieso für Gottschalk gearbeitet hat. Und dann haben die zusammen da ein Interview gemacht und so. War ganz witzig. Gibt's auch bei YouTube. Gibt's alles bei YouTube. Also wie toll das ist, irgendwie, wie leicht man heute an diese Sachen alle kommt. Ja? Das ist wirklich verrückt. Also, ich weiß, man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das in den 90ern waren, wo man, da war's, also, ich war so stolz damals, als ich bei WOM eine UK-Version, also eine Original-Videokassette von den Simpsons gefunden habe, noch mit den Original-Stimmen drauf. Da war ich der Held in der Klasse. Glaube ich nicht.
Hast recht. heute findest du das alles, vor deiner Haustür, alles in deinem Computer, alles bei dir im Wohnzimmer, alles bei dir im Handy drinne. Brauchst nur irgendwas gucken. Früher mussten wir wirklich Sachen noch nachschlagen. Wir mussten unsere Referate noch selber mühsam zusammenklauben. Und ja, das ist unfassbar. Das ist wirklich eine Welt, die können sich die unter 20-Jährigen, glaube ich, heute nicht mehr vorstellen. Aber das ist nicht das Thema heute. Richtig. Was ist denn das Thema heute, Thomas? Wenn wir jetzt nach einer halben Stunde endlich mal dazu kommen. Also. Wie gesagt, Bamin, keine Zeit, mit dir eine Sendung aufzunehmen. Wir drehen uns im Kreis. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, jetzt muss ich wieder einspringen und mit dem scheiß Typ hier eine Sendung machen. Und überlegt, über was kann ich mit Olli reden, weil wir sind ja keine Freunde im wahren Leben. Wir haben gar nicht so viele Schnittstellen, wo wir uns unterhalten können. Und dann dachte ich so, Mensch, dieses Thema Service, was wir jetzt schon zweimal hatten, ne? Das gibt ja vielleicht immer noch ein bisschen Potenzial her. Übrigens, sehr nettes Feedback bekommen. Oh, auch, ja, wirklich? Auch von Leuten, die selber im Einzelhandel arbeiten. Ja. Und gesagt haben, die auch so ähnliche Anekdoten wie wir und so alles erlebt haben. Und deswegen war jetzt meine Überlegung, wir machen heute den Sack zu. Ja. Mit Teil 3. Nach Motto Service. Die Zukunft des Einzelhandels. Da wir sonst nichts gemeinsam haben aus unserem Ausbildungsberuf, wird es dann auch keine Rotz und Wasser mehr mit uns beiden geben. Das ist dann vorbei. Der Sack ist dann zu, ne? Würde ich sagen, dann sind wir fertig. Weil wir haben ja heute nun auch leider das Thema, dass wir gemeinsam bei einer Konfirmationsfeier waren, abgehandelt. Da hätten wir lieber nochmal einen Sonderpodcast drüber machen sollen, weil sonst sind unsere Themen dann wirklich abgefrühstückt, ne? Ja gut, ich finde, ich hatte heute interessante Themen erzählt. Also so mit Konzert. Fandst du meine Sachen auch interessant? Ja, so meiner Stadt und Apache? Und dass ich gerne die Welt vernichten würde? Na gut, hat nur bestätigt für mich, was du ein ekelhafter, unsympathischer Bolzen bist. Okay. Weil deswegen ja auch meine Befürchtung, wenn du Ordnungsamthüter wärst. Die armen Menschen. Genieß diese Folge hier nochmal. Vielleicht ist es die letzte, wie nennt man, also es gibt ja Oljamin, es heißt die ja Tolli. Ich glaube, das ist Tolli, ja. Tolli, das ist die letzte Tolli-Folge. Schon alleine wegen dem Namen sollte man diese Sache hier einstampfen. Aber ich finde, Tolli klingt irgendwie sympathischer als Olmas. Ja, definitiv. Olmas klingt ja wirklich furchtbar. Klingt wie eine Krankheit. Ja, oder? Und Tolli, natürlich bist du da vorne. Nein, es geht mir gar nicht darum, ob ich vorne oder hinten bin. Oh, wollen wir mal die Geschichte erzählen? jetzt schweifen wir wieder ab. Ich dachte, du willst jetzt den Witz erzählen, den du mir am Anfang erzählt hast. Deswegen pass auf, wir mussten ja, und ich betone das Wort mussten, eine scheiß GbR für diese ganze Kacke hier gründen, weil wir ja Geld über Patreon mehr oder weniger verdienen oder beziehungsweise das Geld muss ja versteuert werden. So, und dann war die Überlegung, wie nennen wir denn diese GbR, diese Firma? So, und dann habe ich so gesagt, wirklich ohne mich zu profilieren im Hinterkopf, dachte, na gut, gehen wir nach Alphabet, nennen wir es auch einfach Freitag Hecke Kasper. Und dann Bamin und Olli gesagt, nee, du willst wieder schön vorne stehen. Moment mal, mir war das von Anfang an wirklich egal, wer vorne steht. Ja, dein Motiv war mir trotzdem klar. In dem Moment hast du natürlich auch den Salzstreuer rausgeholt und schön in die offene Wunde. Auf dein Motiv bezogen. Aber ich habe gesagt, Thomas, du weißt, mir ist das egal, aber natürlich steht willst du vorne. Pass auf, und dann habe ich sogar noch gesagt, okay, wenn es danach geht, dann bin ich auch gerne hinten. Also als Letzter in der Reihenfolge ist mir wirklich scheißegal. Und wir haben so, nein, es muss gerecht sein. Und was ist dabei rausgekommen? So. Dann haben wir wirklich Zettel geschrieben und dann so wieder peinlich. In den Hut geschmissen und dann mussten die Zettel gezogen werden. Und ich wiederhole nochmal. Nach der Reihenfolge der Nachnamen, in alphabetischer Reihenfolge, wäre es gewesen Freitag, Hecke, Kaspar. Und wie wurden die Zettel gezogen? Und das Los hat entschieden, dass unsere GbR jetzt heißt Freitag, Hecke und Kaspar GbR. Und deswegen, wir hätten es auch einfacher haben können. Aber nein, es muss gerecht sein und Thomas darf nicht vorne stehen. Ah, scheiße, darf ich nochmal ziehen. Ja. Okay, gut, das Los hat entschieden, somit ist das Schicksal auf seiner Seite, es sei ihm gegönnt. Genau. Weiter im Thema. Ja, Service. Service, genau. Wir wollen heute hast du schon gesagt, glaube ich, über die Zukunft des Einzelhandels sprechen und Service, wie Service in Zukunft aussehen wird. Und da muss ich sagen, habe ich ja schon eine ganz konkrete Vorstellung. Deswegen, ich glaube, du liebst ja so eine Spinnthemen, wo man so ein bisschen fantasieren kann, beziehungsweise sich zusammenreimen kann, wie wird das mal in der Zukunft aussehen. Weil, sind wir ehrlich, wir merken es ja, der Einzelhandel ist ja ein aussterbendes Relikt, oder? Weil immer mehr Leute bestellen sich im Internet was oder es gibt halt andere Möglichkeiten und so. Gerade so das Kaufhaus und so. Die Kunden gehen immer zurück. Da kommen halt nur noch entweder Stammkunden oder Leute von älteren Semester. Aber jetzt so die nachrückenden Generationen, die wachsen unter ganz anderen zeitgeistigen Aspekten auf. Deswegen
ist ja überall zu beobachten, dass es ja immer mehr und mehr auf online geht. Genau, und da sterben ja jetzt wirklich langsam die aus, die mit online nichts mehr zu tun haben, weil es gibt jetzt seit gut 20 Jahren Internet, ja, und die heute zum älteren Semester gehören, so die 60, 70-Jährigen, waren halt damals 40, 50, waren also noch voll drin, um wirklich noch in dieses Online-Zeitalter einzusteigen. Das heißt, ich glaube, wer jetzt nicht mehr online ist, den gibt es eigentlich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so richtig. Sei denn, es ist ein Aussteiger und ein Komplettverweigerer, aber die Leute gehen auch nicht in irgendwelche Kaufhäuser einkaufen. Und ich sag mal so, zum Beispiel sowas wie eine Tankstelle. Mhm. Sowas wird es ja immer geben. Aber Nicht in der Form? Nicht in der Form, ja. Genau, weil ich meine, als ich jetzt in den USA war, ich war ja in Amerika. Ach, du warst in Amerika? Habe ich schon erzählt? Nee, aber heute bitte nicht. Ja, okay. Aber nur was zum Thema jetzt passt, bitte. Da gibt's ja dann auch so Zapfsäulen, die dann einfach auch davor stehen, wo du dann einfach gleich vor Ort mit der Kreditkarte bezahlen kannst. Die gibt's ja hier auch schon lange. Ja. Und zwar in ländlicheren Gegenden, wo die Tankstellen nachts nicht geöffnet haben. Da haben die Zapfsäulen tatsächlich auch, dass du ranfährst und mit Karte bezahlen musst. Mhm. Das gibt's tatsächlich. Aber es ist halt hier in Deutschland tatsächlich die Ausnahme. Ja, da merkst du, ich besitze ja kein Auto, deswegen tanke ich auch sehr, sehr, sehr selten. Ja. Ja, und theoretisch musst du ja dann nicht mal mehr die Tankstelle betreten. Und wir wissen ja auch, Tankstellen verdienen ja durch Sprit kein Geld. Kaum. Oder kaum, ja. Das meiste verdient der Staat. Und dann lebt die Tankstelle ja eigentlich wirklich nur vom, vom Shop und Bistro. Vom Shop, vom Bistro und so weiter und so fort. Aber da kannst du gerne übernehmen, weil du kennst dich ja gut super aus. Und du hast schon alles erzählt. Also. Aber wo der Trend dahin gehen wird, weil es gab da schon mal ein Modell irgendwie vor 10 Jahren oder so, es wird alles mehr oder weniger, also im Moment ist der Trend wieder ganz nach oben. Die großen Tankstellenketten, die schließen sich mit Discountern zusammen. Bei Jet ist es Spar, bei Aral ist es Rewe, ja. Und einfach, weil diese Ketten halt diese Logistik haben, die wirklich immer größer werdende Nachfrage der Kundschaft, ihre Tiefkühlpizza rund um die Uhr zu bekommen und ihr Bier wirklich zu befriedigen. Da haben die Tankstellenketten irgendwann gesagt, das wollen wir jetzt nicht mehr so machen, das machen wir, lassen wir jetzt die Discounter übernehmen. Was aber das Problem ist, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben arge Lieferschwierigkeiten, weil nämlich Rewe, das hat keiner vorher bedacht, da muss man überlegen, da sind ganz, ganz hochbezahlte Leute, die sich sowas ausdenken, sowas planen, sowas starten. Und nach dem Start hat Rewe gemerkt, Moment mal, wir sind gar nicht dafür ausgestattet, ein so großes Netz an Kleinbetrieben zu beliefern. Ja, so ein Rewe-Markt, wenn Rewe beliefert wird, bekommen die mal 2 Paletten von einer Biersorte, sage ich mal. Wenn wir beliefert werden, bekommen wir 2 Paletten mit allem, was wir an Bier brauchen für die nächste Woche. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Sache, da war Rewe nicht drauf vorbereitet, deswegen gab es arge Lieferverzögerung und ein Chaos war das zum Anfang. Das war wirklich krass. Aber das ist eine Entwicklung, die mich sehr überrascht hat, dass wir jetzt doch da in diese Richtung nochmal ausbauen beziehungsweise uns da nochmal modernisieren. Oh, Thomas hat das Licht ausgemacht. Finde ich sehr angenehm. Jetzt sitzen wir wirklich bei, ich nenne es mal Roadcaster-Kerzenschein. Ja, die bunten Knöpfchen hier, die leuchten. Ja, ich habe keinen Bock, dass ich sehr angenehm. Das, weil wir das Fenster aufhaben, dass jetzt Viecher reinkommen. Ach so, finde ich, einer sitzt ja schon hier. Ja, so richtig fetter Käfer hier. Richtig fetter Käfer, der hört einfach nicht auf zu reden. Nein, ich will den Gedanken noch zu Ende führen. Weil ich eigentlich der Meinung war, das wird sich eher in die Automatisierung entwickeln. Und zwar, dass es zwar die Warenvielfalt noch gibt, aber es wirklich irgendwie so eine riesen Kasten gibt, draußen sind nur noch Aufkleber und Codes halt oder per App sagt man halt, ich möchte das und das, dann kommt da so eine Zange, die bringt dir deine Pizza und dann hast du deine Pizza und draußen kannst du natürlich trotzdem noch tanken. Dass halt, wie es sich überall hin entwickelt, halt dieses Personal eingespart wird. Ja. Wobei die Idee ja nicht schlecht ist, weil früher war die Tankstelle groß eigenmächtig oder eigenverantwortlich und dann zu sagen, wir sourcen das aus, indem wir einfach eine Kooperation mit Rewe machen und die sind für die Warenbelieferung der Lebensmittel und so weiter verantwortlich. Aber der Gedanke, dass Rewe das sagt, ja, machen wir und dann, wo es losgeht, Moment mal, das können wir, das lohnt sich ja nicht. Das können wir ja gar nicht. Aber wie bescheuert das schon wieder ist, weißt du, man sagt, ja, kein Problem und so und dann merkt man, oh, haben wir gar nicht die Ressourcen für, weißt du, das auszuführen und so, wo ich mir auch wieder denke, irgendwie, also, der Wasserkopf da von der Geschäftsführung, die machen das alles und dann nach unten hin
entgleist es dann immer, weil sie merken, oh, wir haben gar nicht die Kapazitäten, weder personell noch, weiß ich nicht, wir haben nicht die Fahrer, wir haben nicht die Lieferanten. Das Schlimme ist, das entscheiden ja nicht die, die Ahnung haben, die da unten wirklich die Handhänden, die physische Arbeit machen, dann entscheiden ja oben die Leute mit Dollarsäcken. Ja, die sagen, ja, machen wir, Dollarsäcke. Ja, und dann, ja, aber es ist doch so. Und das geht jetzt wieder so richtig so ein Stammtischgerede. Ja, das lieben die Leute. Ja. Ja, ich hasse eben so ein Stammtischgelaber, aber. Die da oben. Ja, die da oben, die haben alle die. Das ist das System. Genau. Die verarschen uns alle nur. Alle nur Verarschung. Nix echt. Hier, der Präsident hier, der vom Vorstand, der soll hier mal stehen. Und der soll die hier machen. Er luft hier gar nichts. Das kann ich doch auch viel besser als der. Ja. Aber das kannst du gut. Naja, Stammtischgequatsche. Kriegt Kommo langsam in Bierlaune. Oh Gott. Hast du heute nichts getrunken? Ich habe heute, nein, natürlich nicht, nein. Ich bin, die Konfirmation, bei der ich war, die war draußen in Friedrichshagen. Ich bin über eine Stunde gefahren, davon eine Viertelstunde Stau, das bei den Temperaturen unterm Helm und alles. Mhm. Ich war echt schon abgefrühstückt, als ich da ankam. Und war aber doch sehr schön, seine Freunde mal, also einer meiner besten Kumpels da wieder zu sehen und natürlich meine Ziehtochter, die freut sich immer sehr, wenn sie mich sieht, da geht mir echt immer ein bisschen das Herz auf. Ansonsten ist es immer sehr schwierig, zu der Familie hat man ja sonst nicht so den Kontakt, dann sitzt man da halt so ein bisschen, als Gastgeber hat natürlich mein Kumpel dann auch so seine Schwierigkeiten, er hat ja da zu tun, er kann sich ja da nicht um jeden kümmern, da sitzt man da, isst sein Steak, sein Würstchen und quatscht und führt ein paar Alibi-Gespräche mit ein paar Leuten, die man da gerade kennengelernt hat. Oh, dann geht man nach 3-4 Stunden halt wieder. Ja, und bei mir war das heute so, dass es war die Anweisung, im feinsten Zwirn zu kommen. Und ich habe, glaube ich, wirklich, ich habe schon seit tausenden von Jahren kein Hemd mehr angehabt. Aber du arbeitest doch im Hemd und im feinsten Zwirn. Nee, ich hab immer ein Poloshirt an. Wirklich? Ja, weil seit Jahren jetzt schon. Hast du nicht mal ein Foto vor ein paar Monaten veröffentlicht, wo du da wirklich in einem Knopfhemd stehst? Das ist ein altes Foto. Ach so. Ja. Okay. Aber deswegen, ich glaube, seit fast 10 Jahren oder so trage ich ganz selten noch ein Hemd. Mhm. Aber heute war die Anweisung im feinsten Zwirn. Und pass auf, deswegen hatte ich richtig schlechte Laune. Weißt du warum? Kannst du es dir denken? Ja, weil im falschen Zwirn, du hattest nichts, du musstest es kaufen. Nee, ich hab ja noch tausende von Hemden drüben, die sind auch schon richtig alt, aber verstehe ich deinen weil ich schon wieder zugenommen habe, war mein Ärger, ich passe bestimmt in kein Scheißhemd rein. Mhm. Das war nämlich, und deswegen habe ich richtig schlechte Laune bekommen, weil ich dann dachte, irgendwie, dann kommst du da an und alle gucken wieder auf deinen fetten Bauch und so und da, deswegen hatte ich so schlechte Laune. Es ging aber, ich habe auch eine Krawatte getragen. Oh, cool. Weil eine Krawatte versteckt da so ein bisschen. Ja. Und dann kommen wir da an, dann kommt ein Kumpel, den du auch kennst, dessen Name hier nicht mehr genannt wird, ne? Und da sagt er, also entweder ist die Krawatte zu kurz oder der Bauch ist zu dick. Moment mal, der Kumpel, den ich auch kenne, der sagt das? Ja. Der hat sich erdreistet, dass du dir so sagst, weil er hat ja das gleiche Problem und sogar ein bisschen mehr als... Ja, aber das ist nicht Thema. Es ging jetzt nur um mich. Ah, ja, okay, gut, aber ich, bin immer vorsichtig, wenn ich andere um ihre Figur Es war auch bewerte. Nur ein Spaß von ihm. Es war ein Spaß und dann kam ich da an und dann der andere Kumpel von dessen Kind heute Konfirmation hatte, er guckt schon so, ich so, ich weiß, die Krawatte ist zu kurz. Und er so, oh, ich freue mich, dass du da bist. Weißt du? Ja. Übrigens der sympathischste Freund, den Thomas hat, wenn es der ist, von dem ich glaube, dass es ist. Witzig, du weißt, du bist ja technisch gesehen auch ein Freund. Aber wirklich, nur jetzt hier bei den offenen Mikros. Das meint Thomas mit technisch gesehen. Genau. Und Benjamin ja auch. Ja, bei offenen Mikros halt. Ja, deswegen, aber ja, das ist der sympathischste und auch wertschätzendste Freund. Muss der ist auch immer nett zu mir. Ja. Also wirklich, und ein lustiger Zeitgenosse auch. Genau. Wirklich sehr lustiger, guter Humor. Großartig. Sag mal, wie wir jetzt wieder vom Thema weggekommen sind, ja? Das haben wir aber letztes Mal auch gemacht. Also letztes Mal, ich glaube, bei der zweiten Service-Folge war das noch schlimmer. Ja, ich glaube, jetzt fand ich schon richtig krass 2 Minuten über das Thema gesprochen und jetzt wieder 10 Minuten bei der Konfirmation. Das stimmt. Ja gut, also wir sind jetzt bei der Hypothese oder beziehungsweise bei der Befürchtung, dass der Handel in Zukunft nicht mehr so stattfinden wird wie jetzt. Ich merke es ja auch dadurch, dass ich ja im Kaufhaus arbeite, das Sortiment ist ja über die letzten Jahre immer mehr geschrumpft, weißt du? Früher hieß es immer so, wir haben ja alles, bei ihnen finde ich ja alles, weißt du? Und es ist ja wirklich nur noch so ein begrenztes Sortiment. Ihr habt keine Multimedia-Abteilung mehr, ne? Ja, aber schon lange nicht mehr. Das weiß ich, das fing ja schon an, da war ich schockiert, als ich gehört habe, Karstadt und alle verwandten Läden nehmen ihre CD- und Multimedia-Abteilung raus, dachte ich, warum? Weil erstens alles sowas physisch, ich glaube, es hat was mit Amazon zu tun, dann natürlich Konkurrenz wie Mediamarkt Saturn, weißt du? Aber das war damals noch nicht, wie du schon sagst, ist ja schon ewig so, da war das noch nicht so akut, die haben ja auch keine Multimedia-Geräte mehr groß. Nein,
also ich glaube, Spiele und so, also Spielekonsolen, oh, das haben sie bestimmt schon vor 12 Jahren oder so rausgenommen. Die Spieleabteilung. Die Nachfrage besteht ja eigentlich noch. Also ich weiß, ich habe mir damals noch bei mir im Haus meinen Gamecube gekauft. Okay. Ja, aber der Gamecube, das war so. Das ist ja nur auch schon ein paar Tage her. Ja, das muss 2005 gewesen sein, weil da kam Resident Evil 4 raus und ich habe den Gamecube im Resident Evil 4 Look. Ah, cool. Immer noch das beste Spiel, cool, wirklich. Cool. Ich weiß. Würdest du und Bärmann wieder sagen, nein, nur der erste Teil. Aber darum geht's ja nicht. Die ersten drei Teile außerdem, würde ich sagen. Ja, guck dir mal ein Let's Play von Nemesis an. Resident Evil Nemesis. Dann wirst du auch denken, ja gut, sehr schlecht gealtert, ja. Es ist übrigens auch immer so eine Entschuldigung, die wir immer gerne rausholen. Ja. Es ist schlecht gealtert. Ist es auch. Allein schon, du kriegst ja von dieser PlayStation 1 Grafik, kriegst du wirklich Augenkrebs. Ja. Ja. Aber Nemesis war doch schon 2, oder? Nee, es war noch PlayStation 1. Echt? Beziehungsweise die ersten drei Teile sind auf der PlayStation 1 erschienen? Ja. Wahnsinn. 1, 2 und 3. Und na gut, Nemesis ist ja auch noch auf dem Dreamcast erschienen. Und ja, die Dreamcast war ja damals schon eine Next-Gen-Konsole. Mhm. Und deswegen haben sich alle, also ich nenne sie jetzt mal die Benjamin-Fraktion, haben sich alle aufgeregt, wie bescheuert es ist, auf einer neuen Konsole so veraltete Grafik darzustellen. Das ist richtig. Dann kam aber, deswegen habe ich eine Dreamcast, kam irgendwann Code Veronica raus. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der uns verbindet, ne? Ja? Wir müssen mal eine Strichliste führen von Dingen, die uns verbinden, Olli. Jetzt haben wir drei. Wir sind beides gelernte Einzelhandelskaufleute. Ja. Wir waren heute beide bei einer Konfirmation und haben beide einen Dreamcast. Ich habe meinen noch, ja. Ich habe meinen auch noch. Ja. Nicht großartig. Wir könnten ja fast Freunde sein. Aber nur fast. Ja, wirklich. Gut, denn natürlich, drei Fahrzeichen verbindet uns. Ja, aber das ist auch mehr Beruf, also auch mehr technisch. Inzwischen. Auch mehr technisch, ja. Ich habe ja jahrelang geglaubt, du findest den Phantomsee toll. Nein, anders. Du hast jahrelang geglaubt, ich wäre wirklich ein Drei-Fahrzeichen-Fan, als wir dann das Projekt gestartet haben. Und ich kenne 10 Folgen, ja und keine davon wirklich gut, ja. Aber da kannst du mal sehen, wie gut du dich aber verkauft hast. Ja. Hätte Thomas gewusst, wie schlecht ich mich wirklich mit Drei-Fahrzeichen auskenne, ich wäre nie in diesem Projekt gelandet. Ja, und das ist ja das Traurige, weil der Plan war ja ursprünglich gewesen, Bayman hier mit seinem Netzwerk, was wir ausbauen, ne? Jeder von uns macht ein eigenes Projekt. Ja. Und dann dachte ich so, dann mach ich mit Olli einen Drei-Fragezeichen-Podcast. Ja? Und wenn Bayman damals gesagt hätte, ja, da kann ich ja auch noch dabei sein, dann wären wir, glaube ich, nicht über 2 Folgen hinausgekommen. Wahrscheinlich nicht. Und ich muss auch gerne sagen, ein ganz großes Lob an Benjamin, der sich ja wirklich mega entwickelt hat. Der kennt sich mittlerweile besser mit den 3 Fragezeichen aus als ich. Auch das. Ja, definitiv. Also, ich weiß, dass mich das in kein gutes Licht stellt, aber da ist die Ehrlichkeit mir doch wichtig. Na, guck dir doch mal allein schon die Geschenke von den Hörer und HörerInnen an. Mhm. Du kriegst ein 90er-Jahre-Quiz, Benjamin kriegt ein Sammelband mit englischen 3 Fragezeichen. Aber das Buch fände ich zum Kotzen. Ich freue mich über dieses Kartenspiel und diesen 5-Euro-Tankgutschein. Also meine Außenwirkung ist nicht verfehlt. So. Gut, weiter im Text. Service. Genau. Du hast auch gesagt, so, ich habe schon geile Ideen und so. Erzähl geile Idee. Ich habe schon im Kopf, wie das wahrscheinlich abläuft. Also, die Tankstelle ist jetzt mal außen vor, dass es automatisiert wird, einfach diese 24-Stunden-Betriebe. Es ist auch witzig, dass wirklich noch, obwohl wir direkt Kaufland bei uns um die Ecke haben, und diese Entwicklung, muss man ja auch mal sagen, gehört ja auch zum Service, wie sich in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, sagen wir mal seit den 90ern, die Öffnungszeiten verändert haben, ne? Das ist früher, es, ja. Also in den 90ern, ich hatte ein, was danach minimal war, was jetzt keiner mehr kennt. Es war in den 90ern, in den frühen 90ern war das ein Euromarkt, danach war das Minimal und dann Rewe. Und als es noch ein Euromarkt war, hatte der täglich geöffnet, glaube ich, von 10 bis 18 Uhr. In der Woche und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Mhm. Und dann irgendwann, mega, dann gab es den langen Donnerstag, 10 bis 20 Uhr, erinnerst 20, du dich 30. Oder bis 20:30. Ich glaube, Karstadt-Hammerplatz hatte bis 8:30 auf. Ja, Wahnsinn, man konnte bis 20:30 einkaufen. Wahnsinn, unvorstellbar. Mhm. Zu fast nachtschlafender Zeit. Und heute 0 Uhr. Ja, heute haben die... Machen Na gut, die, das auch nicht mehr so. Doch, also Thomas, der Kaufland hat der von Kaufland, 7 bis 0 Uhr jeden Tag geöffnet. Mhm. Ja, jetzt kann man sich natürlich überstreiten, muss das sein. Ich sage aber, es hat... Also man sagt immer, die armen Mitarbeiter. Aber erstens, die Mitarbeiter haben trotzdem ganz normal ihre Schichten, wie jeder andere auch. Zweitens, vielen Mitarbeitern kommt bei ihrem Privatleben so die Spätschicht und so doch sehr entgegen. Und drittens, es ist ja nun mittlerweile so, wenn die alle sagen, ja, braucht doch kein Mensch... Die ganzen Arbeitsanforderungen an den Arbeitnehmer heutzutage sind ja auch gestiegen, dass man sagt, ich schaffe es nicht mehr zwischen 10 und 18 Uhr einkaufen zu gehen, ja, bei dem ganzen Schichtdienst. Das heißt, es ist natürlich auch gewachsen mit dem, mit dem Kunden, sage ich mal. Von daher, aber ich finde das schon krass, von früher,
Von hier sag schon, was hat er gesagt, 10 bis 18 Uhr, zu jetzt 7 Uhr bis 23 Uhr. Also die früh zu machen, die ganz früh zu machen, machen 21 Uhr zu. Das sind wirklich so die ersten Discounter. Und dann ist 22 Uhr, 23 Uhr gibt es noch einige und dann wirklich Kaufland 0 Uhr. Samstags allerdings um 23.30 Uhr die meisten Discounter. Ja, weißt du nämlich warum? Ich weiß wegen warum. Dem Sonntagsnachtzuschlag. Wegen dem Sonntagszuschlag, ne? Damit keiner über 0 Uhr genau. Arbeiten muss, machen die eine halbe Stunde, damit wirklich jeder vor 0 Uhr genau. Raus ist. Weil sonst müssen sie mehr zahlen, das wollen sie nicht. Was doch absolut nachvollziehbar ist, ist doch in Ordnung. Und dann kommt man ja natürlich noch zu den verkaufsoffenen Sonntagen, die ja damals auch tabu waren und jetzt ja auch regelmäßiger Bestandteil des Einkaufens sind. Wo ich mir auch sage, es gibt wirklich Mitarbeiter, die sagen, diesen Mehrwert, also dieses Geld nehme ich mit, diesen Feiertagszuschlag, diesen Sonntagszuschlag. Ja, aber da bin ich jetzt auch zum Beispiel, ich meine, gut, wir beide, wir sind Single und ledig, ne, und dass ich früher auch mal gesagt habe, irgendwie gut, da mache ich einen Sonntag, weil ich bin in der glücklichen Position, dass mir der Sonntag mit 120% vergütet wird, weißt du? Ja. Wenn ich nur 5 Stunden arbeiten gehe von 13 bis 18 Uhr, dann kriege ich dafür aber mehr als 5 Stunden raus am Ende, ne? Also es ist ein guter Deal für dich. Es ist ein guter Deal, aber jetzt bin ich auch langsam in einem Alter, wo ich auch sage, ich habe keinen Bock immer auch sonntags arbeiten zu müssen. Aber ist es bei euch nicht auch so, dass der Sonntag mehr auf freiwilliger Basis besetzt wird? Ja, freiwillig in Anführungszeichen, ne? Ja. Weil du weißt doch, wie es manchmal ist, ne? Ich möchte das anhand dieser Geschichte mal erzählen. Als ich damals ja von einer Abteilung in die andere versetzt wurde, habe ich, glaube ich, auch sogar schon mal hier erzählt, ne? Da war das ja dann so gewesen, du kommst dann, wirst ins Büro gerufen und dann wird dir quasi mitgeteilt, ja, passen Sie auf, wir wollen das und das mit Ihnen machen, Sie werden jetzt in die Abteilung versetzt, ja? Das ist doch okay für Sie, ne? Und eigentlich ist die Sache schon beschlossen, ja? Dieses Gespräch dient nur dazu, um dich darüber in Kenntnis zu setzen. Mhm. Ja? Weil es ist eigentlich schon ein Sack und Tüten. Und wenn man dann so als Chef sagt irgendwie, ja, und dann machen wir das und das und so, haben wir uns gedacht, da sind Sie doch der Richtige. Das ist doch kein Problem für Sie, ne? Und dass du sagst, natürlich ist das kein Problem für mich, ne? Weil Widerworte bringen ja nichts, ne? Und genauso wie immer gesagt wird, die Sonntage sind immer freiwillig und keiner muss, aber hinter den Kulissen heißt es dann irgendwie, naja, machen ja auch immer die gleichen die Sonntage, ne? So, das wird schon beobachtet. Ach so, also was heißt denn die sich vor den Sonntagen drücken, wo ich aber als Argument sagen würde, ey, die Sonntage sind doch ein mega Deal. Seid doch froh, dass ich mich nicht darum reiße, ja? Denn ich könnte ja auch sagen, ach Sonntag, diesen Bonus nehmen ja auch immer die gleichen mit, ne? Nie habe ich die Chance, mal Sonntag zu arbeiten. Ja, aber ich glaube, sie pochen so ein bisschen darauf, sodass sich das dann natürlich reguliert durch die Mitarbeiter selber, durch schlecht reden hinter deinem Rücken und lästern. Ja? Du hast wieder so die Mundwinkel hier, guck ja, an den Rändern so zerfetzt sind vom Lästern. Ich finde aber, es gibt irgendwie so heilige Tage wie Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage, wo ich sage, da dürfen doch auch mal Tankstellen zu haben, wo einfach mal sagen, leckt uns doch mal alle am Arsch. Ich finde, nee, ganz ehrlich, Olli, ja. Wenn ich wegen Depressionen an Weihnachten zu Hause geblieben bin, weil ich nicht die Kraft hatte, weil ich nicht die Kraft hatte, zu meiner Familie in den Norden zu fahren, ja, und freiwillig hier alleine in meiner Wohnung in Berlin bleibe, was blitzt hier denn die ganze Zeit? Das hat mich auch gerade gewundert. Werden wir fotografiert hier? Ja. Dann ein bisschen unheimlich. Ja, erzähl weiter. Dass ich dann nicht mal mehr einen Cheeseburger bei McDonald's um 18 Uhr am Heiligabend kriege, finde ich wirklich eine Sauerei. Gut. Ja, dann haben wir einen, der sich aufregt. Aber ich kann mich ja dort zum Beispiel auch darüber aufregen, dass ich zum Beispiel bei meinem Burger King, der macht um 23 Uhr zu, warum kriege ich um 0 Uhr da keinen Burger mehr? Finde ich eine Sauerei. Wirklich, wenn ich nachts in meinem Suff da hinfahre, natürlich mit der BVG, vor allem und da vor verschlossener Tür stehe, dann kann mir schon mal was hochgehen. Nein, ich sag mal so, ich gönne auch jedem, weil bei mir ist es immer so, zum Beispiel, wenn ich irgendwo selber einkaufen bin, ja, und merke, die Leute sind da gerade im Stress, ich stehe da irgendwie an der Kasse oder so, habe ich es auch schon gehabt, dass sich dann die Mitarbeiter entschuldigen, ist gerade viel los und ach, wir haben ja gerade technische Probleme, bla bla bla. Und weil ich es selber kenne, sage ich dann immer, kein Problem, ich arbeite selber im Handel, machen Sie in Ruhe. Ja, weißt du? Das würde ich auch sonst sagen, weil die machen das ja auch nicht, um einen zu ärgern, meistens jedenfalls. Aber ich muss schon sagen, ganz ehrlich, gerade von diesen langen Öffnungszeiten von 7 bis 23 Uhr profitiere ich tatsächlich auch sehr. Also ich nehme das auch mit. Aber wie, du arbeitest von 7 bis 23 Uhr, Schicht?
Nein. Nein. Was ist immer so ungefähr deine Schicht in der Regel? Im Moment ist so meine Schicht immer irgendwann so zwischen 7 und 20 Uhr muss ich da meine Sachen erledigen, wenn ich keine feste Kassenschicht dort habe. Ja gut, das sind ja dann trotzdem 13 Stunden. Na, die bin ich ja nicht komplett da meistens. Ja, also oft ja, manchmal ja. Dafür gibt es aber dann noch Tage, wo ich dann wirklich sage, okay, heute bist du mal nur 5 Stunden da, weil heute keine Ware kommt, weil heute keine Bestellungen fertig sind. Kannst du heute mal einen etwas ruhigeren Tag machen. Das ist aber dann doch schon eher selten. Und an Wochenenden ist wirklich entspannt, da macht man dann wirklich in Anführungsstrichen nur die Abrechnung, da bin ich dann 3 Stunden circa da. Aber es ist halt tatsächlich so, man ist halt jeden Tag da. Mhm. Das ist eigentlich das, wo sich das hinentwickeln soll und wird. Und was ich meine ist, dass ich davon profitiere, dass auch ich gerne mal um 21 Uhr denke, ach verdammt, jetzt gehst du dir noch eine Tiefkühlpizza einkaufen und jetzt nicht an der Tankstelle für 800 Euro, sondern du kannst noch zu Kaufland fahren und sie dir dafür 38 Cent kaufen. Da muss man aber zu sagen, wir haben das Privileg, dass wir in einer Großstadt wohnen. Genau. Weil dadurch, dass wir in Berlin wohnen, hast du natürlich auch, wie zum Beispiel der Partykaiser, also früher war es der Partykaiser, jetzt ist glaube ich der Partyrewe, oben an der Warschauer Straße, ne? Ich weiß nicht, ob die Öffnungszeiten immer noch sind, ich glaube ja. Der hat montags um 7 aufgemacht und Samstag um 23.30 Uhr geschlossen. Das heißt, der hat rund um die Uhr auf? Ja. Also ich nehme an, dass es immer noch so ist, aber der, wie gesagt, der Partykaiser, der hat den Namen, weil gegenüber ist nämlich das RAW-Gelände und das war ja immer so eine Partymeile und gerade am Wochenende sind die Leute da viel weggegangen und generell da die Ecke sind ja auch viele Cafés und Bars und so alles. Hat jetzt auch ein bisschen unter Corona gelitten und weil da halt auch immer mehr bebaut wird, also auch dieses Gelände wird demnächst keine richtige Partymeile mehr sein, hat ja schon alles nachgelassen, aber am Wochenende war da wirklich immer Halligalli. Also auch in der Woche teilweise, viele junge Leute, Studenten oder partywütiges Volk, der war immer voll. Wo wir noch bei diesen verrückten Öffnungszeiten sind, also das finde ich schon mal krass, das werde ich mal demnächst in Erfahrung bringen, ob der wirklich noch die ganze Woche rund um die Uhr geöffnet hat. Was wir machen müssen als Tankstelle ist, an Feiertagen und Sonntagen müssen wir unsere Lebensmittel reduzieren. Mhm. Und zwar müssen wir alles wegräumen und vom Kunden fernhalten, was man sich zubereiten muss, was nicht als Reisebedarf gilt. Als Beispiel, so eine Wurst im Glas kann man auch während der Autofahrt, während der Reise essen. Kommst du mit so einem geilen Beispiel. Jeder Gourmet-Gaumen kennt es, ja. Wurst im Glas. Aber jetzt zum Beispiel so eine Tüte harte Nudeln, die musst du dir ja aufkochen, das heißt, die müssen wir wegpacken, dürfen sonntags nicht verkauft werden. Weißt du warum? Nee, erzähl. Weil wir dürfen halt, es gibt halt dieses Gesetz, diese Regelung, dass halt auch Spätis und die Tankstellen an so einen Feiertagen nur Reisezubehör, also alles nur, was man für die Reise braucht, verkaufen darf, weil irgendwann vor 100.000 Jahren haben mal die Discounter geklagt, weil der sich bei mir am Sonntag die Dose Ravioli kauft, sind die Discounter der Meinung oder die rechtlichen Vertreter der Discounter, die hätten sie die nicht bei der Tankstelle gekauft, hätten sie sie am Montag bei Kaufland gekauft und somit führten die sich im Wettbewerbsnachteil, weil die ja sonntags nicht aufhaben durften. Und daher hat es entschieden worden, so albern das auch ist, wir müssen unsere, so eine Sache müssen wir wegpacken. Also hat es eigentlich nur mit Konkurrenz zu tun. Genau, genau. Okay. So albern das auch ist. So, wir wollten gerade irgendeinen interessanten Bogen spannen, bevor ich gesagt habe, erstmal die Öffnungszeiten. Ja, stimmt. Pass auf, wir machen gerade wieder so viel Fässer auf, weil ich wollte ursprünglich auch was erzählen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass das Sortiment immer kleiner geworden ist, ne? Und dann sind wir zum Thema Videospiele gekommen Aber, und dann waren wir bei der Konfirmation. Aber es wird auch immer mehr werden, das erlebe ich bei mir zum Beispiel auf Arbeit, beziehungsweise glaube ich, um jetzt wirklich mal komplett das Thema, was wir haben, anzusprechen. Es wird gut. Ja, dass es nur noch so auf Pop-Up-Shops hinausläuft. Das wollte ich auch sagen. Es wird alles sich natürlich so auf online verlagern, aber es wird immer diese temporären Pop-Up-Shops geben, wo die Leute hingehen können sich über ein Produkt beraten, können dort von mir aus auch den Verkauf abschließen oder sich zu Hause liefern lassen und keine Ahnung was. Nur da ist es halt zum Testen. Die Läden sind dann ein paar Wochen so lange ein Produkt. Und darauf müssen sich auch die Vermieter solcher Läden in Zukunft einstellen, dass es halt immer die Räume erstens immer kleiner werden und halt wirklich immer nur temporär sowas aufgeht. Genau das ist auch meine Zukunftsversion vom Einzelhandel. Und dass es eigentlich nur noch schnelllebig ist. Klar, wir klammern jetzt mal die Discounter und Supermärkte aus. Das ist natürlich schwachsinnig, immer wo du hast bei Kaufland einen Pop-Up-Store. Hier gibt es jetzt gerade Miracoli. Ich wollte mich mal über diese Dose Ravioli erkundigen. Wenn ich die jetzt online kaufe, wie lange ist sie haltbar? Was habe ich davon? Was ist, wenn jetzt eine neue Version auf den Markt kommt, wenn ich die habe? Dann berät mich der Verkäufer und zu Hause kann ich die dann online bestellen. Aber nicht nur Pop-Up-Stores, sondern generell
So, weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr zu ins riesige IKEA in Zukunft und kaufe mir da meine komplette Küche, sondern dass da auch mehr so kleinere IKEAs entstehen. In Potsdam gibt's ja einen. Mhm. Wo halt ein gewisses Kontingent an Ware, die IKEA verkauft, so die Dauer, so die Dauerbrenner, weiß ich nicht, von der Kerze bis hin zum, weiß ich nicht, Uhrengehäuse oder so. Und dass du halt da vor Ort alles dir zusammenstellen lässt und dann wird's geliefert. Ja, so. IKEA wird sich eh in eine Fastfood-Kette verwandeln, glaube ich, wo es halt diese Hotdogs irgendwann nur noch. Das ist auch so ein Ding, ne? Also irgendwie, dass wenn man zu IKEA geht, dass jeder mal sagt, und dann isst man einen Hotdog. Ja, ist aber auch bei mir immer so stand. Und der ist nicht mal, obwohl der ist schon lecker, aber ich habe ja auch noch nie so einen richtigen amerikanischen Hotdog gegessen. Ich glaube, das ist schon so die billigste Pampe, die man da so essen kann, ne? Aber es schmeckt mir halt, ja? Ja, pass auf, da habe ich eine lustige Theorie gehört. Du warst ja in den USA. Ich war ja in den USA. Ja. Und zwar, nee, lustige Theorie, dass wenn man... Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, ja? Oh, oh. Aber ich glaube, du bist so unter ähnlichen Bedingungen wie ich aufgewachsen, dass du halt schnell in Kontakt kamst mit so Sachen wie McDonald's und so. Ach so, ja? Warum hast du da Angst? Also, oder kommt es noch, wo du mir zu nahe trittst? Pass auf, ich glaube, weil wir haben jetzt nicht so den Gourmet-Gaumen. Da ist das Wort schon wieder, ja? Da trittst du mir auch nicht, ne? Und deshalb, wir, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, ins feinste Restaurant gehen würden, wir würden wahrscheinlich nicht mal den Unterschied merken, ob das jetzt mit 5 Austern gekocht wurde aus der Südsee oder mit 3. Ich würde nicht mal kennen, ob es mit Austern oder mit Tiefkühlfischstäbchen gekocht wurde. Genau, ja? Weil wir halt wirklich so einen versauten Gaumen haben. Ja. Weil McDonald's war schon damals scheiße und ist heute noch scheiße, weißt du? Deswegen sind wir da, haben wir nicht so diese Fachkenntnis. Findest du McDonald's scheiße? Also erstens gehe ich nur noch sehr selten zu McDonald's. Geht auch gar nicht. Machen wir mal selten. Du findest McDonald's scheiße. Warum denn überhaupt noch zu McDonald's? Weil ich gebe es zu, manchmal habe ich immer noch Heißhunger auf so einen Doppelcheeseburger. Jetzt wird es nämlich krass, weil jetzt wird wirklich die Sache, die man echt ernst nehmen muss. Es ist wirklich eine Droge. Ohne Witz, es ist eine Droge. Weil man fühlt sich danach eigentlich auch schlecht. Also auch nicht nur wie, oh, ich habe jetzt ein bisschen Fett gegessen, sondern man fühlt sich körperlich auch arg geschwächt, wenn man könnte sich sofort ins Bett legen und einpennen, wenn du mal bei McDonald's ein schönes Menü gegessen hast. Mhm. Das ist wirklich besorgniserregend. Ich werde auf dem Rückweg trotzdem beim Burger King wahrscheinlich mal vorbeifahren. Ja, aber du hast ja auch nach 20 Minuten schon wieder Hunger. Das ist bei mir tatsächlich nicht. Nicht nach 20, aber man hat schnell wieder Hunger. Mich sättigt tatsächlich Burger King, dem ich meine 6 Menüs da gegessen habe. Sättigt mich Burger King auch 6, 7, 8 Stunden. Ja? Da bin ich ja beruhigt. Nee, also mich sättigt das wirklich, wenn ich da gegessen habe, sättigt mich das. Und was mir, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich bin nicht so der Cola-Trinker. Aus Plastikflaschen, Glasflaschen, bäh, alles widerlich. Aber diese Cola bei Burger King oder McDonald's, diese Mischung, diese Temperatur, das ist alles, also wenn ich an diesem Strohhalm sauge, ist es, als wenn ich mir einen Schuss setze. Es ist wirklich, es gibt keine leckerere Cola als da. Also ich trinke wirklich zu Hause nur noch Selta, aber wenn ich bei Burger King oder McDonald's bin, dann schieße ich mir wirklich diese Cola rein. Und das ist wirklich besorgniserregend, weil da habe ich wirklich dieses absolute Befriedigungsgefühl, wenn diese Cola durch meinen... Gut, diese Cola, Baum die schießt. Du in den Fastfood-Ketten kriegst, das sind ja diese Sirup-Scheiße. Genau, aber das ist so perfekt wahrscheinlich, abgemischt, da ist wahrscheinlich dass der Körper sagt, boah, das will ich. Da ist wahrscheinlich der Zucker wieder so anders. Ja, wahrscheinlich. Dass du den wieder anders aufnimmst als aus den regulären Abmischungen, also beziehungsweise aus der Flasche. Ist kein Vergleich. Und da muss ich Bock drauf haben. Also manchmal finde ich auch diese Sirup-Scheiße so fade. So. Zum Beispiel auch wenn du ins Kino gehst, ne? Und da ist ja, wir waren ja, als wir Top Gun jetzt geguckt haben, da wollte ich eine normale Cola haben. Und normal ist inzwischen 1 Liter. Was? Moment. So, ich hätte gerne eine Cola. So, ja, normale Größe, 1 Liter. Aber dann hättest du also kleine sagen müssen, um 1/2 Liter zu kriegen, ja? Ja, ich glaube, also es gibt dann nur 1/2 Liter. Früher gab es auch mal so eine Größe wie 0,3. Ja. Aber der Film Super Size Me hatte recht. Ja, hat er. Habe ich damals im Kino sogar gesehen. Ich habe den da gab es irgendwann mal auf Netflix. Ja, der ist auf Netflix. Gut, aber um es zu beantworten, manchmal habe ich immer noch richtig Bock mal auf so einen schönen Doppelcheeseburger von McDonald's oder auf einen McRib. Das Ding ist aber, und deswegen sage ich ja, ich gehe nicht mehr so oft zu McDonald's, weil in meinem Umkreis hier gibt es keinen mehr. Es gab früher den unten am Frankfurter Tor. Da konnte ich mir dann manchmal, wo ich noch in meiner alten Wohnung gelebt habe, da war ich ja näher dran, immer schön... Pass auf, das war so ein kleines Ritual. Ich habe mir da immer 2 Hamburger Royal TS geholt.
nach Hause und dann habe ich SpongeBob geguckt, weil das so gepasst hat, weil Also du hast ja da gesessen und gedacht, hast, oh, der bereitet Burger zu. Genau. Und das macht mir jetzt auch richtig Appetit auf meinen Burger. Ja. Und viele denken jetzt, ah, süß, da war bestimmt 12. Nein, da war ich 22. Ich find's trotzdem süß. Ja. Und der hat ja irgendwann dicht gemacht. Ich kann es dir aber erklären. Der Osten ist in Burger King Hand, der Westen ist in McDonald's Hand. Mhm. Weil bei mir haben alle Burger Kings zugemacht, außer wenige Ausnahmen. Ja. Da hat sich McDonald's unfassbar breit gemacht. Zum Beispiel am Zoo. Nehmen wir mal am Zoo. Ja. Da war ja auch ein sehr bekannter Burger King. Mhm. Und McDonald's war da so eine Kaschemme. Da war ja McDonald's wirklich dreckig. McDonald's hat sich da richtig gemacht, ist in die Zooterrassen gezogen. Ja, ja. Der ist auch ordentlich und schön. Der ist richtig krass, schön, modern, alles top. Und Burger King hat da die Segel gestrichen. Aber man muss halt sagen, dass ja generell sehr viele Filialen sowohl von Burger King als auch von McDonald's dicht gemacht wurden, weil halt ja auch der Trend zurückgegangen ist. Die Leute leben heutzutage bewusster, gesünder, ja, die stellen und halt die Konkurrenz ist viel zu gut geworden, weil die hatten ja dann das Problem, dass die dann jetzt, deswegen gibt's ja auch inzwischen Veggie-Burger oder irgendwie auch gesunde Salate und so bei McDonald's, einfach und die Leute, die da weggegangen sind, um wieder anzulocken, haben so, ich esse heute einen gesunden Salat bei McDonald's, was auch bescheuert ist, ne? Das ist für mich war ein Burger schon immer ein Salat. Mit ein bisschen Fleischbeilage in einem Brötchen. Ich muss das sehen. So. Gut, Pop-Up-Stores, Olli. Ja, genau. So, wie gesagt, da haben wir schon mal die gleiche Vision, ja. Ich glaube, es entwickelt sich dorthin. Was aber jetzt ist die Frage, ist das jetzt eine schlechte Entwicklung? Angenommen, das ist jetzt morgen so. Dein großes Kaufhaus macht zu. Mhm. Und die Pop-Up-Stores und geht komplett in den Online. Ja, für dich wär's doof, du wärst ja dann erstmal arbeitslos. Weil, wie würde denn, angenommen, du arbeitest in einem großen Kaufhaus, was ja nur jeden Tag geöffnet hat und ein sehr breites Warensortiment anbietet. Wie würde dein Unternehmen von heute auf morgen jetzt die Sache Pop-Up-Stores realisieren? Wie würde das aussehen? Ja, generell ist ja bei uns inzwischen auch Online-Handel. Ja. Da hat ja jeder Laden. Aber auch ja, und ich würde mal beinahe behaupten, da stecken sie noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Okay. Weil einfach so Sachen wie Amazon und so da viel professionell aufgezogen sind, die natürlich nur rein Online-Handel machen. Weißt du, und da probiert man jetzt so ein bisschen die Mischung zu finden. Du hast immer noch das Klassische, ich gehe ins Kaufhaus, ich gucke mir die Ware vor Ort an und so. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das Sortiment wurde halt so reduziert. Du kannst nicht mehr alles im Laden haben, weil das nimmt Lagerfläche weg, da stehen Werte an Ware und so, wo wenn du so denkst, irgendwie, das verkaufen wir nicht und es ist halt nicht mehr wie früher, dass man sagt, wir brauchen den Platz für andere Sachen, müssen wir alles reduzieren, dass du halt dem Kunden sagst, ja, können wir bestellen. Es läuft ja immer mehr auf Bestellen hinaus. Diese Entwicklung hat eigentlich ein großes Unternehmen schon vor Jahrzehnten, noch vor dem Internet erkannt, musste dann aber leider zurückrudern, weil das Internet ja dann mit der Konkurrenz gekommen ist, und zwar Aldi. Aldi hat damals gesagt, wir setzen nicht auf Präsentation, wir setzen auf Masse. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, sehr breites und tiefes Warensortiment. Dafür schmeißen wir den Kunden einem wirklich nur die Kartons vor die Füße und sagen, hier, pack selber aus, bring selber zur Kasse und keine Ahnung was. Dann musste aber Aldi auch zurückrudern, weil dann wurde online und dann wurde der Anspruch des Kunden doch wieder ein bisschen größer. Ja, ja, die haben jetzt komplett modernisiert. Ja, alles. Die sind jetzt natürlich auch so wie die größten Discounter, ja. Schön von innen anzusehen und gemütlich und Wohlfühlatmosphäre, Lounge, also ich bin ja hier, ich fahre ja immer an einem Rewe vorbei, wenn ich zu dir fahre, kurz vorm Hauptbahnhof, bevor ich abbiege, und da, der sieht aus wie eine Lounge, ja, also die setzen ja so viel auf Wohlfühlcharakter und Inneneinausstattung. Früher war das nicht schön, in so einem Discounter einkaufen zu gehen, weil es halt viel so war wie Aldi, nur Aldi hat das halt extrem gemacht. Daher auch sehr konkurrenzfähig damals gewesen. Und jetzt konnten sie jetzt durch diesen Online-Handel auch alles nicht mehr halten. Aber die haben damals angefangen zu sagen, man braucht Masse, man braucht Platz, ein breites Angebot, damit die Kunden zu uns kommen. Und so kann man es dann auch dementsprechend günstig anbieten. Weil man ja so auch, man spart an Platz, man spart an Personal, ja, kann den Preis an den Kunden weitergeben und dann kommen sie. So hat Aldi die Sache eigentlich angestoßen. Mhm. Und Aldi gibt's ja auch. Ich war ja in den USA. Ja. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Es ist ja nur ein Running Gag. Theoretisch gibt's Aldi auch in den USA. Ja. Weißt du, wie es da heißt? Walmart? Nein, Trader Joe's. Also Trader Joe's ist eigentlich eine eigene Marke, wurde schon in den 50er Jahren gegründet. Aber Aldi hat das inzwischen alles übernommen. Also, warte, das kann ich dir hier vorlesen. Wo steht's?
1979 wurde das Unternehmen von der Deutschen Markus-Stiftung übernommen. Die Markus-Stiftung ist im Eigentum der Familien Theo Albrecht Jr., dem ältesten Sohn des Aldi-Nordgründers, Theo Albrecht. Und ich war da und das ist halt wirklich so vom Prinzip her wie Aldi, so als Eigenmarke ja. Und so. Es gibt auch Trader Joe's Artikel hier in Deutschland. Ich glaube auch teilweise auch bei unseren Aldi und so. Das Witzige ist, als ich da war, und das ist ja wirklich in Amerika so, kennst ja aus Filmen, du bezahlst, dann steht da einer, der packt dir das so in Plastiktüten schon ein. Ne? Oder Papiertüten. Ja. Und der Typ an der Kasse, die haben halt also Hawaii-Hemden an, ne? Pass auf. Weil wegen Joes. Nee, weil besser. Ein besonderes Merkmal der Geschäfte sind die in Hawaii-Hemden gekleideten Mitarbeiter. Die Filialleiter nennen sich Captain. Der stellvertretende Second Mate, also der zweite Mate, und die Angestellten heißen Crew, also die Besatzung, ja. Die halten sich dafür ein Schiff. Die halten ein Schiff, genau. Weil row your boat. Arr, ne? Das wäre eigentlich witzig, wenn die wirklich im Kopf sich so einbilden, auf einem Schiff zu sein und du fragst sowas, entschuldigen Sie, ja, wo finde ich denn die Fische, Jim? Da drüben bei dem Kollegen auf des Totenmanns Kist. Ja, das wäre doch mega witzig. ich hätte gern diesen Wodka. Sie möchten eine Buddel rum? Ja, das wäre so. Großartig. Das wäre so, wenn ein Deutscher einen Trader sowas machen würde, ja? Ja, ja? Würde mir gefallen. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. SpongeBob Insider. Die habe ich ja vorgestern wieder gesehen, ne? Ja. Habe ich dir vorhin schon privat erzählt. Ja, ja. Und zwar, ich hatte Feierabend und er kam gerade aus der U-Bahn-Station und ich wollte schon den Spruch machen. Wollte schon sagen, so, ey, da ist ja Ziesma. Und dann waren da so zwei Jugendliche, ja, du würdest mir sagen, bestimmt so coole, ne? Ja. Ja, ist ja auch egal, was die waren. Aber der eine so, ey, da ist SpongeBob! Aber wie ich dir vorhin auch schon sagte, dass sie den erkannt haben, zeugt, dass sie sich auch so ein bisschen, das passt nicht zu diesem Klientel. Ja, ja. Dass sie auch die Gesichter zu den Synchronstimmen kennen. Aber es ist ja ein sehr kleiner, unauffälliger Mann und man hat auch gemerkt, er wollte seine Ruhe, weil erst hat er nicht reagiert. Irgendwann hat er sich so ganz kurz umgedreht, gewunken und ist sehr schnell abgestiefelt. Und mit diesem SpongeBob-Quietschgeräusch der Schuhe. Also. Nein, also den hätte ich gerne mal im Interview. Wirklich. Ja, ich glaube, darauf hat er keinen Bock. Nee, der ist. Ja, ist ja doch mittlerweile, wird er wirklich nur noch seine Ruhe haben. Oh, der ist schon über 60. Ach, 60 erst? Ich glaube, wir müssten ihm Gage zahlen, weil der jetzt auch inzwischen, der ist ja sehr bei Instagram auch aktiv. Ja. Und der hat jetzt irgendeine Webseite, wo man halt, wenn man, weiß ich nicht, wenn ich will dir jetzt zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk machen, Olli, mit einem persönlichen Gruß von dem Sprecher von SpongeBob. Wie diese Frank Zander Geburtstag-CDs, ja. Unfassbar. Ja, aber da kann ich dann wirklich über die Seite irgendwie, dann kriegt der dafür einen kleinen Obolus. Ist ja auch richtig so, er soll ja auch für seine Arbeit bezahlt werden. Ja. Und dann spricht er dir halt eine persönliche Message ein. Also, ich glaube, der hat jetzt auch eine Story gemacht bei Instagram, wo er meinte irgendwie, er nimmt keine Anfragen mehr an, so über persönliche Nachrichten, die man ihm schreibt. Ob man ihm nicht irgendwie, können Sie mir nicht für meinen Freund was einsprechen oder so? Das macht er nicht mehr. Das würde ich auch nie machen, ehrlich gesagt, bei jemandem, überhaupt bei Stars würde ich, also es ist eigentlich auch fast eine Unverschämtheit zu fragen, ob die irgendwie sowas umsonst machen, weil, Mechaniker fragt man ja auch nicht, würdest du mal mein Auto umsonst, obwohl, wenn man mich, umsonst. Warte mal ganz kurz, wenn man Automechaniker ist, wird man, glaube ich, in der Familie ständig gefragt, ob man mal sein Auto umsonst reparieren kann. Ja gut, schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel schreit dich auch keiner auf der Straße an, ey, das ist doch Thomas, verkauf mir mal was, verkauf mir ein Glas. Ich hatte jetzt aber auch gerade ein bisschen Angst, dass das in deine Richtung geht, weil du so meinst, ja, würde ich auch nicht machen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du wirst auf der Straße rennen, ey, du bist doch der von Rotz und Wasser und die Zentrale, kannst du mir was auf dem HB sprechen? Nein. Ich glaube, das würde ich noch machen, weil noch, wir sind ja in dem Status, dass es ja noch nicht passiert und wir uns, glaube ich, beim ersten Mal dann auch freuen würden, wenn das mal passiert. Witzig, ja. Dann sagt er so, kannst du dabei diesen Gummiball in den Mund nehmen? Ja, würde ich sagen, mache ich alles mit der Hose auch ausziehen, okay? Ah, diese Lederhose soll ich mir anziehen, okay. Ja, und dann schnallt er sich schon so den Dildo-Gurt genau. Und dann sagt er so, und dann frage ich so, seit wann hören Sie denn Rotz und Wasser die Zentrale? Nie gehört. So, pass auf, wir gehen jetzt wirklich mal in. Ich wusste, dass es heute so wird, aber ich hatte auch nicht mehr. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 5 Minuten über das Thema gesprochen, wenn man das zusammenschneiden würde. Ja, man könnte jetzt wirklich mal so ein bisschen spekulieren. Also, irgendwann wird es ja kein Bargeld mehr geben. Fangen wir mal ganz kurz an, warum das, was das Hauptproblem eigentlich von einem Unternehmer ist, wie zum Beispiel dein Kaufhaus. Ja. Personalkosten sind das teuer, sind immer der teuerste Punkt in einer, bei einem Betrieb.
Ja, richtig. Und die kannst du einsparen, wenn du die einsparst. Also ich wette zum Beispiel, der bei dir da verantwortlich, der kriegt jetzt mal eine Krise. Der denkt, oh Gott, ich zahle noch so viele faule Schmarotzer, Mitarbeiter, die hier bloß rumstehen. Dabei kommen die Kunden bloß, lassen sich beraten und kaufen das online. Ich brauche die eigentlich alle gar nicht mehr. Also genauso denkt er. Ja, aber es ist so, sobald jemand sagt, ich kann Personal einsparen, super, weil Personal sind erstens die unzuverlässigsten, also jetzt nicht die unzuverlässigsten so in Form von, sondern Personal kann krank werden, ja, und dafür sind sie aber scheiße teuer. Ja, und ja, die musst aber du auch gut noch bezahlen, wenn sie krank sind. Das ist eine Oberfrechheit eigentlich. Na gut, weil so selbstverständliche Sachen wie Wasser, Strom und Licht kannst du halt nicht unterbinden. So, also im Prinzip, ja, du könntest Wasser sparen, indem man irgendwie was einbaut. Das weiß ich nicht, dann kommen nicht mehr 30 Liter bei der Toilettenspülung, sondern nur noch 5 und ja, so. Ja, natürlich Sachen, kannst du auch Energiekosten alles einsparen. Aber, aber Personal ist halt immer noch der teuerste Faktor. Das genau. Stimmt. Genau, deswegen ist halt, das ist halt der Haupttreiber dieser Entwicklung halt. Deswegen ist ja auch manch, wir halten es jetzt alles für normal, aber guckt euch mal vor 40 Jahren Fließbandarbeit an in einem Betrieb und guckt euch das jetzt an, wie viel Personal da eigentlich mittlerweile in den letzten 30, 40 Jahren abgebaut wurde. Auf der anderen Seite, jetzt gerade so Arbeit im Handel, sind wir ehrlich, das will auch keiner mehr machen. Also weiß auch durch Leute, die ich kenne, die auch im Handel arbeiten, dass da jetzt, wenn die zum Beispiel Leute oder Personal auch suchen, früher hast du so viele Bewerbungen bekommen und heute hält sich das, es ist alles sehr überschaubar. Ja, es weil ist die einfach, für den psychischen Stress, den man hat, ist es einfach ein sehr schlecht bezahlter Job. Ja. Und gerade auch so diese jungen Leute jetzt, diese Generation Z, also die so ab 96 Geborenen, die haben auch halt so ausgeprägtes Work-Life-Balance-Bild vor Augen. Der Arbeitsmarkt hat sich aber auch insofern entwickelt, dass die Leute, die jetzt jung und wissbegierig und voller Tatendrang stecken, wirklich, wenn sie ein bisschen pfiffig sind, sehr viele Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Es gibt ja so viele Startup-Unternehmen, die mit irgendwelchen diese gesunde Entwicklung hat ja auch so viele Startup-Unternehmen rausgebracht, die irgendwas erfunden haben, irgendwelche kleinen Coffeeshops, die großen Erfolg haben. Und du kannst jetzt wirklich in so kleinen, jungen Betrieben, die wirklich alles Mögliche machen, ja, kannst du wirklich mit einer guten Work-Life-Balance gutes Geld mittlerweile verdienen. Da sind diese klassischen, hinter der Kasse stehen und so, gar nicht mehr so populär. Es ist wirklich für diese klassischen Sachen wirklich schwierig, gutes, zuverlässiges Personal zu bekommen. Ja, und vor allem auch, wenn du mal so guckst, wie, ich wollte ja gerade so einen Punkt anschneiden, wie zum Beispiel, irgendwann wird es kein Bargeld mehr geben. Weißt du, es läuft dann alles wahrscheinlich wirklich nur noch über eine Chipkarte, die wir alle haben. Ja, das war's eigentlich schon, was sagen wollte. Nein, aber auch weiß ich nicht, so als junger Mensch, du würdest dir doch wahrscheinlich, wenn du diese Möglichkeit hättest, auch nochmal überlegen, mache ich so eine klassische handfeste Ausbildung heute oder mache ich irgendwas, was dem Zeitgeist wieder gerecht wird und beschäftige mich mehr mit Internet und Online, Bitcoins und sowas, weißt du? Also wenn ich jetzt nochmal 10 Jahre jünger wäre oder sagen wir mal 15 Jahre jünger wäre. Dann könntest du wieder mehr saufen. Könnte ich wieder mehr trinken. Ja klar, muss ich ja auch, weil wenn ich die Zeit jetzt zurückspulen würde, würde ich auch verdammt viel Bier auskotzen. Egal, jetzt wird's Klamauk. Ja. Da würde ich dann, glaube ich, auch natürlich gucken, dass ich irgendwo in einem schönen, frischen Startup-Unternehmen unterkomme und auch so in einem, auch mir wünsche, dass das dann so ein erfolgreiches Unternehmen wird, wie Google zum Beispiel, ja, oder Amazon oder weiß der Geier was. Jetzt denkt man immer noch, man ist jetzt mit 38 zu alt dafür, aber in 10 Jahren denkt man dann, verdammt, Oliver, warum hast du damals so rumgejammert und es nicht einfach gemacht? Ja. Und ich hatte jetzt wieder das Gespräch mit einer Kollegin, haben uns auch so unterhalten und dann meinte ich so irgendwie, ja, andere Länder in Europa überlegen, ob sie die 4-Tage-Woche einführen und durchsetzen. In Deutschland überlegt man jetzt, ob man die 42-Stunden-Woche macht, weißt du? Und ja, wirklich. Das ist für die euer gut, das ist eigentlich auch schon wieder lustig, ja? Wir überlegen die 4 Tage. Ja, wir überlegen, ob die Leute nicht 12 Stunden mehr in der Woche arbeiten können. Und halt Renteneintritt auf 70 erhöhen, ne? Das heißt, da habe ich so überlegt, scheiße, ich werde jetzt 40. Das heißt, ich muss noch mal 30 Jahre arbeiten und ich habe jetzt im September 22 Jahre erst hinter mir, ne? Und die Kollegin auch so, was, 22 Jahre erst? Oh Gott, das ist doch nicht mal die Hälfte. Ja? Ja, das ist auch traurig. Weißt du, wie das Deutschlandmodell einer 4-Tage-Woche aussehen würde? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja. Donnerstag. Ja. Und dann würden wir auch die 52 Stunden da noch unterbringen. Ja, das ist schon ein bisschen, also, Und ich sage dir, ich bin so ein Glückspilz, wirklich, da würde ich jetzt sogar eine Wette eingehen, ja.
Ich bin so ein Typ, ich werde 3 Tage vor meiner Pensionierung krepieren. Ja? Ja. Da habe ich schön mein ganzes Leben immer eingezahlt, habe aber davon nichts. Die Frage ist, ob du denn nicht wirklich ein Glückspilz bist. Weil was wirst du denn später an Rente bekommen? Was steht denn in deinem Rentenbescheid? Oh. Und da aktuell. Großes Fass, wollen wir das jetzt noch aufmachen? Ja, das ist so, für so Erkenntnissen verstecke ich mich immer. Mhm. Auch wenn immer jetzt jedes Jahr von deutschen Rentenversicherungen der Brief kommt, gucke ich immer nicht rein. Ich immer weiß, das macht mich traurig, ja. Und weißt du, wozu mich das bringt? Nein. Die Hörer nochmal auf unseren Shop aufmerksam zu machen. Stimmt. Kauf da ordentlich ein. Das würde unsere Kasse ordentlich aufbessern, was wir im Alter sehr gut gebrauchen können. Ja, also Spreadshirt. Jetzt lass Rotz doch mal hier Wasser. Dieses. Mann, Thomas, du guck doch nicht ständig auf meine Hände. Du bist so nervös. Na, ich höre das Geräusch doch. Oh Gott, ey. Du hast die ganze Zeit diese scheiß Folien an. Immer, dann setzt dir die verdammten Kopfhörer auf, weil da hört man es nämlich nicht. Ja, aber es nervt du machst mich wahnsinnig. Ja, dann musst du damit leben. Du nervst mich auch, aber ich muss damit leben. Das ist so unprofessionell die ganze Zeit wegen der Audioaufnahme mit einer Folie rumzufummeln. Man hört überhaupt nichts davon. Jetzt ist es trotzdem unprofessionell. Thomas Gottschalk hat auch nicht Hähnchen gegessen, während Wetten, dass. Doch, er hat sehr viel gemacht, während Wetten, dass. Oder Goldbeeren gekaut. Ich brauche was zum Spielen, lebt damit, verdammt nochmal. Ja, naja. Außerdem, wir haben es jetzt bei 1 Stunde 19, ich glaube bei 1 Stunde 30 können wir wie heißt es, Trader Joe's Schiff auch in den Hafen fahren. Wow. Das ist mir aufgefallen, ich habe ja jetzt gerade sehr viele Rotz und Wasserfolgen nachgeholt mit dir und Benjamin. Ja. Weil ich die alle aus Gründen nicht gehört habe. So, Thomas, du spielst da am Kabel rum. Das hört man übrigens im Kopfhörer. Echt? Ja. Also macht mich hier fertig und popelt wie so ein nervöser Teenie, der mit ihrem Schwarm telefoniert am Telefonkabel hier rum. Ich habe jetzt ganz viele Folgen von euch nachgehört. Tut mir leid für dich. Ja. Weil ich halt zu dem Zeitpunkt, wo die alle rauskamen, fand ich euch richtig, also wieder privat gesehen, richtig scheiße. Ja, ja. Aber möchtest du die Zeit wieder haben, die du dafür geopfert hast? Und pass auf, ich kann es jetzt sagen, weil jetzt ist das Mikrofon an. Ja. Deswegen kannst du mich jetzt dafür nicht kritisieren, wenn ich es dir privat sage. Also jetzt musst du ja diesen Schein befahren. Na ja, mal gucken. Ja. Mir ist aufgefallen, ja? Benjamin und du, ihr fangt immer recht lustig an, gute Stimmung. Ja. Und dann nehmt ihr euch immer so komische Themen vor, weiß ich nicht, wie Dinge, die wir nicht verstehen oder Halloween. Ja, übrigens auch Dinge, die wir nicht verstehen. Und dann gucke ich immer so auf die Laufzeit, guck so, okay, 1 Stunde 45, 2 Stunden 10, da haben sie aber bestimmt viel zu erzählen. Und dann merke ich so, die erste Stunde ist immer super unterhaltsam. Ja. Und dann lasst ihr extrem nach, weil dann habt ihr meistens schon, da habt ihr so das ganze Pulver verschossen. Ja. Auch die Dinge, die ihr über das Thema wisst. Und dann ist immer so, ja, eigentlich sind wir durch, ne? Ja, und ich glaube, die Hörer langweilen sich auch schon. Und dann, was soll man noch sagen? Und dann macht ihr trotzdem weiter. Das Lustige daran ist, das sind trotzdem die erfolgreichsten Folgen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, müsste ich mal die Zahlen checken. Check das mal. Und dann denke ich immer so, oh, wie geil dieser Podcast wäre, wenn ihr so maximal immer eine Stunde macht. Ja. Und dann macht ihr halt 2 oder 3 Folgen hintereinander über mehrere Themen. Und es wäre super unterhaltsam. So. Aber ich dachte dafür, einfach nur eine Stunde dann auch Feierabend machen. Dass ihr euch noch so 45, 50, 77 Minuten weiter durchschleppt. Irgendwie zieht ihr das ganz schön in Länge. Das ist Brainstorming. Das ist alles schon Vorbereitung Das ist alles Qual. Ja? Auch dann irgendwie so mit den Überraschungseiern. Okay, liebe Hörer, schreibt doch mal bitte hier in die Kommentare oder gerne auch Thomas privat, wie ihr denn so diese zweite, jetzt gerade sehr kritisierte Hälfte oder das dritte Drittel der Eujamin-Folgen findet. Wo wir, finde ich, wirklich, das ist alles Gehirnanstrengung. Und sehr intelligent und unfassbar informationsreich auch. Also selbst ich, der die Folgen ja kenne, höre mir die nochmal an und lerne trotzdem noch dazu. Von Sachen, die ich selber sage. Jetzt war natürlich in der Polizeifolge dieser Riesengag, ihr hattet Überraschungseier. Ja. Und das war es halt nach dem Motto, immer wenn sich einer langweilt, darf er ein Überraschungseier. Komm, also das war doch. So, und da habe ich so gedacht, schade, dass ich nicht dabei war, weil ich hätte dann irgendwann während der Folge wäre ich aufgestanden und bei uns ist es ja auch nicht so, wenn einer aufsteht, dann wird der nie darüber so, das wird ja nicht ignoriert während der Aufnahme, sondern es wird ja immer explizit auch noch darauf hingewiesen, warum stehst du auf, warum, was machst du hier? Halt echt? Ja? Und damit hätte ich gerechnet, dann wäre ich einfach aufgestanden, dann hätte Benjamin schon gesagt, was machst du? Dann hätte ich gesagt, pass auf, jetzt Riesengag. Ich kaufe noch ein paar Überraschungseier. Nein, Thomas, okay, also wie hättest du den Gag gemacht? Ich hätte gesagt, Ü-Eier kaufen. Okay, gut. Guck mal, der war zum Beispiel jetzt sehr vorausschaubar, dieser Gag, Thomas. Ich weiß nicht, ob das unsere Sendung bereichert hätte. Ja, doch. Benjamin hätte herzhaft gelacht. Okay, und du wahrscheinlich beim Nachhinein im Hören und beim Schneiden auch. Pass auf, ich hätte den Gag gemacht, Benjamin hätte herzhaft gelacht. Ja.
ich hätte auch gelacht, weil Benjamin lacht und du hättest dann automatisch mitgelacht. Also wäre es schon ein schöner Moment gewesen. Es wäre wahrscheinlich für uns wäre das ein schöner Moment oder für dich ein schöner Moment, weil wir über einen deiner Gags lachen, obwohl er nicht witzig war. Ja, wäre es für dich trotzdem ein schöner Moment gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es die Sendung bereichert hätte, wie gesagt. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie findet ihr die zweite Hälfte euer Meme. Wenn ihr wirklich schreibt, ihr lasst da echt nach und wir möchten, wir gehen da mit Thomas, dass ihr das ruhig ein bisschen straffen könnt, sind wir auch total dabei. Erstens schaffen wir da mehr am Tag, beziehungsweise auch nur eine, haben dann aber früher Schluss. Oder halt ihr sagt, nee, muss alles so bleiben. Deswegen, ich habe euch ja gelobt. Wie gesagt, die erste Stunde ist immer super unterhaltsam. Ja, freut mich das. Also das ist echt ein überraschendes Lob von aus deinem Munde. Okay, so ein Arschloch bin ich jetzt nein, auch nicht. Nein, das ist ja kein Arschloch, wenn du sagst, ihr seid scheiße. Na gut. Übrigens, machen wir genau das, was du der Oljamin-Folge jetzt vorwirfst. Wo jetzt reden wir auch nur noch blödes Zeug daher. Ja? Und wir sind noch nicht mal bei dem, na doch, Anna, stimmt, jetzt wäre auch eine Hälfte Oljamin rum. Um den dramaturgischen Bogen zu überspannen. Ja. Erstens, wir haben ja gerade schon über Rentenbescheid und so geredet. Ja. Zweitens ist ja das Thema die Zukunft des Einzelhandels. Ja. Jetzt bist du natürlich auch selber im Handel tätig. Wo, klassische Frage in einem Einstellungsgespräch, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oh, da ich im Moment auf meinem Weg, den ich gewählt habe, im Moment sehr unsicher bin, ja, okay, kann ich diese Frage ernsthaft sehr schwierig beantworten, weil es gibt eine Option. Und die ist tatsächlich mit 2 Tankstellen als Stationsleiter oder ich habe da noch einen Kollegen, bin dann aber so safe in dem Job, dass mir das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich dann alles hinter mir habe mit den ganzen Lehrgängen und ich wirklich gut schwimme in dem Job, schwimmen ist ja genau das, was man macht, wenn man nicht sicher ist, ne? Ja, schwimmen, genau, schwimmt du kommst man, ins Schwimmen, also das genau, ist genau, also nicht so gut. Ich also gut laufe in dem Job, sagen wir mal. Kann ich mir auch vorstellen, dass das Spaß macht. Es läuft wie geschmiert. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, muss ich wirklich umdenken und dann hänge ich wirklich in der Luft. Ich kann natürlich in die Branche zurück, aus der ich komme. Da sind mir immer sämtliche Türen offen, ja. Ich habe da sogar eine sehr finanziell lukrative Option. Das heißt, ich sehe mich in 5 Jahren entweder auf der Tankstelle oder wieder in einem Callcenter. Okay. Ja, dann darf ich da auch noch ein paar offene Türen, die auch finanziell ganz okay sind. Von daher, es ist keine großartige Entwicklung bei mir in Sicht, ich stagniere. Weil ich halt auch nichts gelernt habe, bin ich eigentlich, kann ich über meine Gehaltsentwicklung nicht mich nicht beschweren, sagen wir mal so. Mhm. Und was ist heutzutage schon Einzelkaufmann? Arbeitest du auch überall eigentlich zum Mindestlohn, ja? Dafür geht es bei mir schon einigermaßen. Das waren jetzt sehr ehrliche, fast bedrückende Worte. Ja, ehrlicher oder bedrückender? Was wog mehr? Die Ehrlichkeit. Ja. Und eigentlich vielleicht, aus meiner Perspektive her, vielleicht der Wunsch. Ich weiß, du magst immer das nicht, wenn man wirklich darüber redet, weil, ja, komm hier, hör auf mit dem Geheuchle und so. Einfach vielleicht realistischer deine Stärken sehen. Und sie auch annehmen. Ja. Ich bin auch gerade ein bisschen erschrocken über die letzten 30 Sekunden. So ehrlich bin ich selten im Podcast. Ich auch. Aber wir haben, guck mal, jetzt kann ich gleich Benjamin anrufen und sagen, Ziel erreicht, wir haben es geschafft. Weil du immer, ich will nicht so ehrlich im Podcast sein, ich will lieber so. Ja, ich bin schon ehrlich nett. Nein, aber so. Toller Typ, aber. Bundeswehrsoldat. Ja. Mike Krüger. Ja, Mensch, wir haben die 1,5 Stunden fast. Nein, wir haben fast. Nee, also du willst jetzt diesen Oljamin-Effekt schaffen, ne? Naja, dass ich jetzt zum dritten Mal mittlerweile sage, wir könnten langsam Schluss machen. Nein, aber 1,5 Stunden müssen wir schon voll. Ja, die kriegen wir schon das voll, stimmt. Die 3 Minuten. Und du musst bis jetzt auch nicht schneiden, oder würdest du jetzt irgendwas schneiden? Ich schneide es nicht, das schneidest du. Nee, schneide ich auch nicht, da gibt's nichts zu schneiden. Ja, theoretisch schon, also, aber ich kann es dir ja nochmal zur Endabnahme schicken, falls du doch denkst, diese ehrlichen Worte, die du gerade mitgeteilt hast, doch rauszuschneiden. Genau, aber das wir drüber reden, das lasse ich drin. Genau. Also ihr erkennt das, wenn diese Folge statt 1 Stunde 30 nur 1 Stunde 27 geht, dann bin ich doch nicht so ehrlich in diesem Podcast. Weißt du, wo ich mich in 5 Jahren sehe? Ich bin gespannt. Bei Trader Joe's. Und eine Bottle rum. Dann bringst du so ein bisschen diesen deutschen Flair da rein. Na, ich habe ein Bild bekommen von Anna, die war in Los Angeles in so einer Currywurstbude. Ja. Und die hatte, also stand auch alles in Deutsch da. Und dann war da auch so ein Schild nach Berlin, irgendwie 9873 Meilen oder so. Oder Kilometer besser gesagt. Und dann dachte ich auch so, Mensch, da könnte ich doch als original Berliner Jung anfangen. Dann bringe ich auch noch diesen original
Sprech mit und so, also diesen Flair, weißt du, und dann könnte ich doch da anfangen und verkauf da schön Berliner Currywurst. Dann sage er, darf es auch eine Jabe sein oder frisst du mit der Hände? Ja, und dann ist, wenn du sagst, weiß ich nicht, dann kannst du ja auch diesen, jetzt habe ich vergessen, jetzt siehst du, muss ich doch was wegschneiden. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch nicht schlimm. Mitten im Satz. Muss ich mir merken. Mitten im 1, Satz, während du es aussprichst, hast du es vergessen. Habe ich wirklich vergessen, ist wirklich, ich habe auch Kopfschmerzen durch das ganze Wetter heute und ganzen Tag unterwegs. Aber es war wichtig, dass wir das heute machen, weil definitiv, ich habe eigentlich, ich bin ehrlich, ich habe eigentlich mit einer Absage gerechnet. Warte mal. So, jetzt gibt's ja zwei Optionen. Also ja. Bei uns ist es ja immer so, jeder von uns beiden hofft, dass der andere absagt. Hast du es gehofft, dass ich absage, oder hast du gesagt, na, Olli sagt aber schon wieder ab? Wie war es diesmal? Okay, pass auf. Ehrlich gesagt hoffe ich immer, dass du absagst. Ja. Und gleichzeitig hoffe ich aber, dass du nicht absagst, weil es mich dann auch ärgert. Schweinehund. Erstens das und zweitens würde ich mich dann ärgern, dass wir schon wieder nichts aufgenommen haben. Nicht den Schweinehund füttern. Richtig, und es ist nun mal jetzt inzwischen unser Leben, dass wir wirklich immer wieder das hier befeuern müssen mit neuen Content, neuen Inhalten. Ob das jetzt unterhaltsam war oder euch irgendwie was gebracht hat. Ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren verewigen und schreiben, hat euch das hier irgendwie für euren weiteren Lebensweg beeinflusst? Um mir keinen falschen Eindruck zu schaffen, es macht uns ja tatsächlich Spaß. Ja, also ich finde, dass die letzte anderthalb Stunden... Jetzt sind wir wirklich im Euphamin-Modus. Ja, jetzt ist Thomas, das ist eigentlich auch eine witzige Entwicklung der letzten 10 Minuten hier. Ja, ich bin selber nicht besser. Es macht uns, es hat mir tatsächlich auch großen Spaß wieder gemacht, nur dieses Aufraffen ist immer so schwer. Wenn man das tatsächlich, ist ähnlich wie Wohnung putzen. Man weiß, eigentlich macht Wohnung putzen Spaß, finde ich jedenfalls, ja. Mhm. Und das Ergebnis macht einen richtig glücklich, ja. Aber sich dazu aufzuraffen, den Lappen in die Hand zu nehmen und loszulegen, das ist echt dieser große Schweinehund, ja. Und wir hätten ja noch, ich habe deswegen nicht abgesagt, jetzt kommt wieder die Wahrheit, wir hatten ja noch die Option, morgen aufzunehmen. Und ich habe mich gefragt, echt? Wir haben gesagt, na, heute oder Sonntag, hast du gesagt. Das weiß ich nicht mehr, das habe ich nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, habe ich nicht gesagt. Kann ich dir nachher zeigen, dass es auch noch zur Debatte stand. Und ich dachte, wenn du heute dich zu Thomas raffst, dann hast du den ganzen Sonntag frei und brauchst dir nicht mal eine Hose anziehen. Und dieser Gedanke war so verlockend, dass ich mich aufgerafft habe. Jetzt müssen wir doch noch 3 Minuten so machen, dass ich doch was rausschneiden kann. Aufgerafft habe und hergefahren bin. Und jetzt bin ich so guter Laune, so kurz vor Ende. Ja. Das war, sag mal, wir haben aber das Thema wirklich nur angerissen, weil über die Zukunft des Einzelhandels gibt es einfach nicht viel zu erzählen, glaube ich. Das stimmt. Es ist traurig, aber es wird sich alles online verlagern. Die Pop-Up-Stores sind tatsächlich eine Option. Ob sich das so durchsetzt, ist die Frage. Es wird aber sehr viel Personal fehlen. Und ich glaube auch, dass gerade so in den Innenstädten die Läden, wenn zum Beispiel sowas wie ein, hat man ja schon beobachtet, dass wenn eine Karstadt-Filiale geschlossen hat, dass die ganzen Geschäfte drumherum auch eingegangen sind. Weil früher war das so, um jetzt doch nochmal den Bogen zum Thema zu kriegen, so ein Karstadt oder ein Kaufhof oder so oder ein Hertie hat ja immer die Leute angezogen, dass man zum Beispiel in die Innenstadt, in die Fußgängerzone ging. Und davon haben auch die drumherum liegenden Läden gelebt. Und man hat damals schon, weiß ich, wo so die ersten Hertie-Filialen dicht gemacht haben oder auch Karstadt, haben dann auch die anderen Geschäfte drumherum drunter gelitten und teilweise schließen müssen. Und ich meine, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt, gut, wir leben jetzt auch gerade wieder in Scheißzeiten, Energiekosten sehr hoch, Krieg, dass die Leute sich vielleicht jetzt auch 2-3 Mal überlegen, wofür geben sie ihr Geld aus? Und dann gerade Berlin wirst du in Zukunft nicht mehr parken können, was die Innenstadt angeht. Mhm. Ja, die werden komplett die Berliner Innenstadt auf 30er-Zone machen und auch Parkplätze werden nur noch Parkgebühren kosten oder zu wenig Parkhäuser. Dass die Leute, dieses Fass will ich gar nicht aufmachen. Dass die Leute nur noch zum Beispiel jetzt, ich rede jetzt nur bei Berlin, außerhalb im Speckgürtel oder so einkaufen gehen. Ja. Aber wer soll denn in die Berliner Innenstadt fahren mit seinem Auto, wenn du da nicht parken kannst? Oder ist das unbezahlbar? Naja, aber diese Sharing-Dienste gibt es ja jetzt und die werden halt dann ihre eigenen Parkraumbewirtschaftungen irgendwie einrichten, dass du, und da werden natürlich wieder die Konkurrenzkampfgeschichten losgehen, wenn die sagen, ja, wenn du meinen Sharing-Dienst nutzt, hast du deine eigenen Parkplätze, ja, und der andere kann damit nicht aufwarten. Aber wenn ich jetzt ein Auto, dann die Spreu vom Weiten, wenn ich jetzt ein Auto hätte und mit der Familie am Wochenende einkaufen will, dann nehme ich doch nicht einen Sharing-Dienst, sondern will ja mit meinem eigenen Auto fahren. Ja, der Trend geht aber dahin, dass du gar kein eigenes Auto hast. Ja, klar. Dass du halt am Ende sagst, warum soll ich mir denn selber ein Auto kaufen? Ich finde Shares und Sharing-Dienst schon sehr bequem, muss ich sagen. Ja, das hat mir geholfen, weiterhin praktisch Auto zu fahren. Weil ich habe ja dann noch ein paar Jahre kein Auto
selber befahren und so. Und dann dachte ich irgendwie, dann bleibe ich auch in Übung und so eine Sachen. Ja. Ja, also dafür finde ich das schon super. Mensch. Aber das ist jetzt wirklich wieder ein ganz anderes Thema. Oh, Olli hat irgendeinen Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, was da kommt. Ja, was wird da wohl jetzt kommen? Ja. Du machst jetzt nicht ganz hektisch die Kopfhörer auf. Ich dachte eigentlich, zum Abschluss stellst du mir noch eine Quizfrage von diesem 90s-Quiz. Soll ich nochmal? Ja, komm. Gut, dann blenden wir hier nochmal aus. Licht. Was hat das Licht angemacht? Ja gut, du musst es ja auch lesen. Muss ich das jetzt auspacken? Ja, nee, warte mal. Ja, das ist Spielanleitung, also muss ich es jetzt auspacken. Das hätte ich jetzt ungern gemacht eigentlich, aber gut. Ich muss halt jetzt die Benjamin-Rolle hier pflegen. Komm, Olli, eine Frage. Ja, eigentlich will ich ja auch, dass du eine falsche... Ach, da hast du ja, das Traumtelefon war ja falsch. Da konntest du ja nicht beantworten. Doch, mit Multiple Choice. Ja gut, es war Ring, Ring und falscher Bunden. Jetzt tu mal nicht wieder so arrogant. Ja, das hätte ich aber auch noch hingekriegt. Ja? Yeah. So, Kategorie Musik haben wir hier. Mhm. Das ist gar nicht so... Das weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriegen würde. Wie geht dieser Songtext weiter? If you wanna be my lover, you have got to be. Überhaupt, aber sowas von überhaupt nicht. Aber das weiß ich. If you wanna be my lover. Nee, das würde ich auch nicht. Man singt halt immer so. If you so wanna be my lover, you gotta get better to be oder so. Ja, ich wollte gerade fast sagen, Mensch, Thomas hat's fast. Mhm. Aber leider war es doch zu weit weg von you gotta get with my friends. Okay, habe ich nie verstanden. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Also Auswahl wäre übrigens noch Polonaise, Blankenese. Ernsthaft? Thomas, ja. Und ist so wie das Blut der Erde, wäre noch zur Auswahl. Ich will noch eine Frage. Ich gehe nicht raus ohne eine richtige Antwort. Okay, nehme ich jetzt eine, die Thomas weiß. Kann ich sogar die nehmen. Lass mich gerade hier, Antwort Stefan Raab. Ähnlich. Du brauchst keine Antwortmöglichkeiten, glaube ich. Wer sang den Sommerhit Bailando, Bailando, Amigos, Adios? Na, Luna. Sehr gut, richtig. Richtig. Und damit... So. Okay, ich glaube, wir können euch versprechen, das war das letzte Mal, dass wir das Thema Service gemacht haben. Definitiv, dafür war das heute wirklich ein... kaum präsent in dieser Folge. Gut, aber es war eine schöne Laberfolge. Ja. Und sowas muss es auch geben, weil ganz ehrlich, wenn wir so, wie wir heute gesprochen haben, davon könnten wir theoretisch jede Woche eine Folge machen. Wir beide. Unbedingt. Wir werden darüber nachdenken. Ja. Aber wir müssen auch gucken, dass wir wieder irgendwelche Gemeinsamkeiten finden, du und Oliver. Das ist ja wirklich... Vielleicht gehen wir mal gemeinsam getrennt auf eine Hochzeit an dem gleichen Tag, dann können wir darüber reden. Ja, oder so. Oder haben Sex. Oh. Also nicht miteinander, sondern und dann erzählen wir, wie wir den Sex hatten. Da machen wir eine ganz neue Kategorie mit auf, dann würde ich sagen. Wollten wir nicht das Thema Flirt-Tipps machen? Da muss Benjamin aber unbedingt dabei sein. Ja, das stimmt, ja. Hm? Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Thomas und Olli sagen tschüss. Macht's gut. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.